Okay, das Menü ist irgendwie schon geil gemacht. Okay, die Elfin schreibt, gleich ins Bad gehen, Banshee sagen und mit der Voice und die Voice-Taste gedrückt halten. Geht nicht immer, aber manchmal. Banshee. Banshee! Ich habe länger keine Horrorspiele mehr gespielt. Ich muss erst mal reinkommen. Show me! Also ich will meinen Chat jetzt nicht beleidigen, aber klein Fick. Ihr wollt es einfach nur sehen, ne? Show me. Show me. Ich muss das Englischer sagen. So, das reicht mir jetzt hier. Banshee! Banshee. Banshee. Banshon. Banshee. Habe ich es jetzt verpasst? Und es ist weg! Okay, ihr müsst... Scheiße, zu spät umgedreht. Oh, Kacke! Okay, ihr müsst Banshee sagen. Okay, wir müssen jetzt alles sehr, sehr englisch aussprechen. Sehr englisch und eingebildet, okay? Show me. Show me. Show me. Scheiße, nichts geht. Show me. Show me. Banshee. Nein, Entschuldigung, ich muss lachen. Plain Flower. Show me, show me, show me, show me, show me, show me, Shamona. Show me, show me, show me, show me, show me, show me. Schau mal Schuppenshampoo. Schau mal. Nee. Nichts geht. Show me the meaning of being lonely. Oh ja, stimmt. Fakarahain. Wie wird das ausgesprochen? Fakarahain. Ey, Fakarahain. Fakirhane. Fakirhain. 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 Wir nehmen das Abandoned House. Oh mein Gott, ist das geil. Kurosama Haus. Ein japanisches. Geil. Es ist komisch, das alleine zu spielen, muss ich mal noch sagen. Okay, das haben wir gewählt. Zurück. Gehen wir dann nochmal hier hin und können jetzt beginnen. Okay. Entschuldigung, ich stelle mich ein bisschen doof an. Ich habe das wirklich noch nie gespielt. Okay. Das ist nur unsere Base. Ganz andere Qualität als Phasmophobia. Krass. Das sieht ja schon wunderbar aus. Ja, da hat man ja richtig Bock. Wenn man schon die Kreuze sieht und sowas alles, da kann, ist immer positiv. Immer. Okay. Kann ich ranzoomen? Ich will irgendwie überall ranzoomen können. Ermittle die Spezies des Geistes. Benutze deine Werkzeuge, um die Art des Geistes zu ermitteln und öffne dein Tablet mit J, um den Geist auszuwählen. Optionale Ziele werden freigeschaltet, wenn jeder in deinem Team den Geist ausgewählt hat. Okay. Er antwortet dir nur, wenn du alleine bist. Ja, das ist ja. Robbie Ho. Ich würde Robbie Ho sagen. Ich habe den auf. Darf ich das bitte sagen? Das passt irgendwie heute. Okay. Robbie Ho. Okay. Gut, das ist eine Kamera draußen. Okay. Kameraquelle ändern. Können wir nicht machen. Mein Geisteszustand. Ja, da ist ja schon mal ganz gut, ne? Hab gar keine Gedanken. So, also, wie gesagt, ne, ich spiele das alles das erste Mal. Ich will die Kakerlake auf jeden Fall mitnehmen. Ich muss eine Batterie, ne, warte mal, kann ich das hier wieder hinlegen? Kuh? Scheiße, wie lege ich denn, wie benutze ich denn die Sachen? Das ist zum Spät. Oh, ist ein kleiner Geist. Das ist ein kleiner Geist. Ich will das hier gerne wieder ablegen. Weiß jemand, wie ich das mache? Weil ich will die Taschenlampe natürlich nehmen. Ich brauche die Taschenlampe. Was ist das denn für eine Babystaffelei? Das sieht aus wie eine Bombe. Geh, glaube ich. Ach, danke schön, Elfin. Vielen, vielen Dank. Okay. Einführung.
Ich brauche keine Einführung, ich krieg das hin. Haben wir ja gerade schon gemacht, Einführung. Geister. Uiuiuiui. Beweise. EMF, Fingerabdruckstaffelei, Gefährtemperatur, Geisterbox-Antwort. Okay, krass. Krass. Gut. Habe ich die Taschenlampe auch? Ja, perfekt. Oh mein, das sieht ja geil. Hä, das sieht voll geil aus. Auch hier Licht anmachen vielleicht? Ja, das sind mega. Das sieht wirklich, aber guck mal auch, die, wie schön die flüssig ist. Okay, Stimmung auch sehr geil. Bist du hier? Ach, das ist erst das Haus. Oh! Wie groß ist die Map? Robbie Ho! Ich habe die Taste gedrückt. Also ich muss ja die Sprachtaste drücken, ne? Muss ich die auch drücken, wenn ich das Ding hier halte? Bist du hier? Hallo? Test 1, 2, 3. Okay, lass mich mal ganz kurz nur gucken, wie das hier technisch alles funktioniert, ja? Bei Phasmophobia ist es einfach nur ein ganz normaler Klick. Das ist super chillig. Boah, Alter, dass man hier so... Okay, das ist sehr cool. Hier da oben hoch? Kann ich da irgendwie hoch? Oh, stimmt. Kann der... Warte mal. Kann ich das auf Deutsch überhaupt sagen? Ich meine, das Spiel ist ja auf Deutsch, ne? Hm. Are you there? Are you there? Ich hab so ein Ding, das schnell, ich lispel so. Aber irgendwie hört sich das auch lustig an. Deswegen finde ich das eigentlich gar nicht mal so schlimm. Are you there? Ich glaube, man muss auf Englisch sprechen. Muss ich dabei die V-Taste gedrückt halten? Oder ist das wirklich nur für Ingame-Voice mit den Geistern? Weiß das jemand? Muss der englische V drücken, okay. Robbie Ho. Hello. I'm coming inside your house. Und so. Wo kann ich denn die Lichter anmachen? Ich kann bestimmt. Aber wenn ich. Bestimmt irgendwo Licht anmachen, oder? Ja, Alter, wer muss man denn so... Boah, ist das widerlich. Das ist ja richtig eklig. Okay, das ist voll... Oh, das ist ein... Warum ist denn da so ein... Hello, are you there? Ja, EMF. I'm coming in peace. Coming? Sagt man das so? Ich habe keine Ahnung. Ich kann gar nicht. Okay. Ah, da liegt ja eine Puppe. Liegt da eine Puppe. Boah, ist das ekelhaft. Also das mag ich gar nicht, dass ich nach oben gucken kann, ne? I also believe in God. Ah! Sorry für ein scary house.
Haus. Okay, was ist mit der Kakerlake? Die ist chillig, ne? Was ist das denn für ein Riesenhaus? Da müsst ihr heute Match spielen. Warum spiele ich die Scheiße alleine? Putzi, wo bist du? Okay, da geht's runter, aber irgendwo da, wo man nicht. Ach du Kacke. Oh nein. Wo ist denn hier Lichtschalter? Da. Und hier ist jetzt so keiner? Also. Kein Lichtschalter? Okay. Vielleicht hier irgendwo? Hi. Ist da Mikrowelle? Okay. Gut. Das ist ja nochmal was ganz anderes, ne? So. Oh. Also ich würde gerne überall Licht anhaben, ne? Weil ich würde jetzt gerne auch hier hoch. Also wir gehen erstmal hier hin. Weil hier haben wir Licht. Hier, Licht ist gut. Hello? Is anyone here? Who are you? Are you taub? By my mother und so. Anger? Anger? Anger, Kind? Kann ich auch mal was normal aussehen? Ich bin ein bisschen nervös hier, ne? Oh, Licht ist eine richtig coole Erfindung, ey. Hello, are you here? I'm very friendly. Hello. Robbie Ho. Wie soll ich denn jetzt rausfinden, was der Geist ist? Ich kann nicht, weil ich bin alleine. Vielleicht nochmal so einen krassen Rübs, ne? Irgendwie so, Wie läuft, wenn ich laufe, ne? Play with me. Ah, das ist ja dunkel. Helligkeit. Alles cool. Da war ein Ball auf dem Bild. Oh, warum ist der Ball auf dem Bild? Das ist ja ganz anders als... Phasmophobia. Puh. So, welcher von den Mods hat nochmal das Spiel auf? Wir gehen natürlich gleich nochmal gemeinsam rein. Ich habe mich ja gleich schon bewiesen hier, ja? So. Robbie Ho, are you here? Who are you? Fucking Lichtschalter, Alter. Wow, das ist ja wunderbar. Ist ja echt schön hier. Oh, was ist das denn? Hello, are you here? Ist da
immer das Gleiche hier. Victoria? Oh, wenn man gar keine, wenn man gar nicht vorbereitet ist auf das Spiel, ist gar nicht gut so, ne? Okay, das ist sie wahrscheinlich. Oh Gott, wie die. Oh mein Gott. Anger? Okay, geht nicht. Ich geh mal weiter. Dream. Hello, are you here? Calm down? Calm down? Hello, are you here? Robbie Ho? Robbie? Tut mir leid, dass ich die ganze Zeit so nennen Ho, aber das heißt so. Ja, es gibt einen Keller. Also das Haus ist echt riesengroß, ne? Ich hätte es gerne mit den anderen zusammengespielt. Mann! Ich will das nicht alleine. Ich will die anderen dabei haben. Ich will Eriks hören. Calm down. Calm down. Simon. Calm down, Simon? Ich kann hier nichts mehr machen. Muss ich hier nicht irgendwas machen? Der ist doch so special, der Raum. Oder soll ich mir eine neue Ausrüstung holen? Aber dann müsste der ganze Weg jetzt erstmal wieder zurück, ne? Weil irgendwie. Habe ich das Gefühl. Hello? Who are you? Can you talk to me? Das ist geil gemacht. Das ist sehr gut gemacht, das Spiel. Holy shit. Magna. 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 Diesen Ball, glaube ich, auch irgendwie finden dann gleich, ne? Das ist ganz schön laut im... Ganz schön laut, wirklich. Das Spiel ist sehr laut. Aber es muss irgendwie auch so sein, ne? Ach. Mhm. Cool, danke. Andere Sachen mit. Ich finde das gar nicht laut bei euch, bei mir ist es sehr laut auf den Ohren gerade.
ist ja, das sollte Phasmophobia eigentlich nach dem Update, das sollte es sein, ne? 75%. Ja, irgendwie. Das hier würde ich erstmal wieder hier lassen. Das würde ich mitnehmen vielleicht. Ich glaube, das hier wird sich auch noch lohnen. Warte mal. Den hier auch mal. Nichts auf dem Boden, egal. Okay, damit sind wir Ekmoplasma. Würdest du gerne helfen, aber nicht zungenblutig beißt? Ja, aber wenn du sowas schreibst, ne? Hilft mir das auch nicht. Das ist quasi, als würdest du jetzt auch direkt spoilern. Weil dann weiß ich jetzt nämlich, okay, irgendwas mache ich wieder grundlegend falsch und sowas irritiert. Bitte sowas nicht schreiben. Babelutz. Lass mich doch selbst entdecken. Ja, weißt du was? Warte mal. Ich glaube, ich kann da eh nicht hoch. Kann man auch nicht heile machen, ne? Multiplayer macht bestimmt mega Bock. Also, es ist ja jetzt schon krass, ne? Achso, ich dachte, ich kann hier hoch. Kann ich gar nicht. Oh. Da unten können wir gleich noch hin. Lass mich nur kurz die Räume mal absuchen, die wir gerade schon. Boah, Alter, ne? Das ist auch fies. Das ist richtig geiles Game Design. Guck mal. Don't touch. Das da? Ich hab's getouched. So. Durch. Können wir nochmal hier? Ich glaube, da, wo wir gerade waren, das war schon. Da ist genug passiert. Bei einem Verschobenen muss aber dann irgendwas sein, oder? Wir spielen auch gerade noch auf Easy, ne? Gott sei Dank. Anger. Geil. Warte mal, Demon Shit, sollte man die Taschenlampe nicht ausmachen. Ich weiß, abgesehen davon, dass ich nicht weiß, wie ich die hier ausmache, sollte es bei Phasmophobia ging es halt auch. Kommt man ja trotzdem die Fingerabdrücke sehen. Calm down, Simon. Calm down. Music on. Okay, vielleicht sollte ich das andere Ding da gleich mitnehmen? I don't know. Also hier ist halt irgendwie immer, ne? Hier so. Hello. Hello, Robbie. Robbie Ho. Is anybody here? Anybody there? Give me a sign!
war eine ganz andere Liga, das Spiel. Wow. Jo, das hat wirklich nichts gemacht. Ich musste ganz kurz, weil ich wollte nur ein anderes Item holen, ne? Das wollte ich mal ganz kurz hier reingehen. Aha. Ja, wuhu. Ja, hier, das packe ich auch mal weg. Ich wollte das hier wieder mitnehmen. So, wir haben den Geist, ne? Keine Ahnung. Oh mein Gott, Alter. Die Staffelei können wir noch machen. Ich müsste nur gucken, wie ich das mit der Staffelei, Entschuldigung, mache. Boah, Alter, ich bin jetzt richtig fertig. Freundlichen Wesen sind. Wir möchten nicht, dass du zum weiteren Opfer wirst. Sie sind keine Okay, sie sind keine freundlichen Wesen, die aus tragisch normalisierten oder rachsüchtigen Ereignissen geboren. Was macht der da hier an der Seite? Einige dieser Wesen wollen einfach nur weiterziehen, während einige von ihnen weitaus heimtückischer und bösartiger sind. Ja, der war gerade. Sabber. Der war gerade natürlich sehr nett. Während sie draußen im Feld sind, müssen sie sich vor allem unsere geistige Gesundheit schützen. Die meisten paranormalen Aktivitäten haben schwerwiegende Auswirkungen. Ja, ja. Ja, aber Boss, müssen wir nicht geistsuchend herausfinden, welche Art, ne? Wüssten wir, es geht um die Balance der Anfänger. Ey, hör auf da jetzt. Im Grund haben wir eine Führung der pharmazeutischen Wissenschaftler, blablabla, die geistige Gesundheit, ja, ich weiß, Beweise sammeln. Geisterbox, manche Leute halten einfach nie die Klappe, selbst wenn sie sterben. Zum Glück haben wir ein Werkzeug, das ihnen und uns hilft. Wenn du die Geisterbox von Meta Intelligence verwendest und einem besonders gesprächigen Geist eine Frage stellst, sollte er dir über dieses Gerät antworten. Wenn dem so ist, vermerke dies unbedingt in dein Tagebuch. Gefriertemperaturen, wir haben, glaube ich, kein Thermometer da. Was haben wir hier noch? Angenommen, du bist in jeder andere Mission oder besuchten Orten. Gefriertemperaturen, Fingerabdrücke. So, es ist bekannt, dass einige Geister zum Kritzeln neigen. Verdammt, einige von ihnen sind sogar so gut wie ein Picasso. Wenn du diesen Geistern die nötigen Werkzeuge gibst, können sie verschiedene Bilder für dich zeichnen. Wenn der Geist dir ein Bild malt, beachte bitte, dass dies ein sehr spezielles Verhalten ist und aufgezeichnet werden muss. Ja, aber malt er dann einfach so? Aber woher weiß ich denn, welche... Das sind viele Räume für alleine. Boah, Alter, der bringt mir so auf den Sack, ne? Sismus, oh Gott. So. Haben wir irgendwo Thermometer? Die Geisterbox hat ja irgendwie nicht funktioniert. Das heißt, ich lasse die Geisterbox mal hier. Wieder auf den Boden. Und nehme jetzt mal die Staffelei mit. Meine geistige Gesundheit ist ja noch tippitoppi auf 57%. Ich glaube, wir werden heute einfach verrecken hier, ne? Pandora ist ja nicht nur eine Wäschekammer. Da ist noch ein unten. Das ist das Schlimmste. Da ist noch ein unten und da gehen wir jetzt hin. Denn wir haben die Eier, Leute. Wir gehen da jetzt hin. So. Warte mal. Was habe ich denn jetzt? Ah. Ich werde dich elektrisieren. Oh mein Gott. Ach du Schatz. Oh ja, auch sehr schön. Kann ich das einsammeln? Nee. Hello? Hello, Robbie, are you here? Okay. Habe ich die jetzt aufgestellt? Ich will die hinstellen. Wie kann ich die hinstellen? Ich kann die nicht hinstellen, Leute. Ich kann die nicht hinstellen. Wie kann ich nicht die hinstellen? Kann ich die hinstellen? Oh. Geh? Ah, okay. Dankeschön. Oh, geh. Draw me a picture. Can you write something on the board? Can you do something? Can you mime mir ein Bild? Ha? Huh? Was? Was gibt's? Ich konnte es gerade... Ich kann nicht reden. Ich konnte jetzt gerade keinen Satz sehen, wo man wirklich irgendwas hinschreiben musste. Ich bin hier gerade bei der Lampe, weil hier ist schön hell.
wir sind schon gestorben jetzt. Wir sind schon... Nee, doch nicht. Oh, doch. Ey, das musst du mal mit mehreren spielen. Das ist, alleine ist das echt ein bisschen zu krass, finde ich. Ich gehe mal kurz schon mal in den Mod-Voice, ne? Ich gehe da einfach rein und dann warte ich da. Oh. Hallo, Elflin. Hallo. Hallo. Oh, ich freue mich. Erstmal natürlich großer Respekt, dass du mitmachst. Ja, gerne. Ja, kann man ja nicht von den anderen sagen, ne? Die Feigensäue. Mhm. Ich warte noch, ob sich jemand traut. Warte mal, hab das Spiel noch nie gespielt, schreibt Sarah. Ja, Sarah, same. Ich wollte gerade sagen. Ja, wie oft hast du das schon gespielt? Aber nicht alleine, ne? Nee, mit Bloody Mina zusammen. Wir haben 5 oder 6 Runden gespielt. Oh, ja genau, Mods loben. Ah, 5 oder 6 Runden, okay. Da seid ihr auch schön. Gibt es gerade etwas, was ich so komplett falsch gemacht habe? Ich war sehr unbeholfen. Ja, das ist erstmal normal. Hallo, Sarah. Hallo. Sarah. Hallo. Hallo. Hallöchen. Was heißt falsch gemacht? Man muss sich ja erstmal einfinden. Ein paar Tipps, die ich halt auch von Mina bekommen habe, weil mit ihr habe ich sehr viel Phasmur gespielt. Mhm. Dass man zum Beispiel nicht direkt alle Lichter anmacht. Hier in dem Fall ist es tatsächlich ja, wie man gesehen hat, so, dass die Glühbirnen dann zerplatzen und dann geht das Licht nicht mehr an. Das heißt, du hast nicht wie in Phasmo den Bogengenerator, den du wieder anschalten kannst, sondern... Ne? Okay, sollst am besten immer kurz an und dann aus oder so? Oder ja, zum Beispiel. Oder sich ein bisschen ans Dunkle gewöhnen. Ich habe es bei mir tatsächlich ein bisschen heller gestellt. Das ist, weil sonst würde ich mich nicht reintrauen, bin ich ehrlich. Ja, ich weiß du was, das mache ich jetzt auch nochmal. Das mache ich jetzt wirklich auch nochmal. Ja, ist vielleicht auch ganz gut für YouTube dann, falls du es da hochlässt. Das stimmt, war so ein bisschen dunkel, ein bisschen zu dunkel war mir das gerade auch an manchen Stellen, selbst mit Taschenlampe. Das EMF und dieses, wie heißt das, Ekoplasma? Ja. Die zwei sind eigentlich so am besten, um überhaupt erstmal zu gucken, wo könnte der Geist sein. Und dann, oder? Es gibt wohl, also ich kenne mich echt nicht aus mit den Geistern, das sind ja echt viele. Es gibt, glaube ich, wohl einen, der auch wandern kann. Das muss man halt gucken. Okay. Wir hatten es bis jetzt noch nicht, aber ja. Okay. Sieht man dann. Und Sarah ist, jetzt hat es auch noch nicht gespielt. Richtig. Hab jetzt gerade quasi das allererste Mal was von dem Spiel gesehen. Ja, ich habe auch was Neues gesehen, tatsächlich. Der Raum hinten, hinter der Vitrine, das ging bei uns nicht. Die Vitrine ging nicht weg, wir konnten da nicht durch. Oh, da, wo wir das, da auch der Raum mit... Mit den Worten, wo du da immer die Worte gesprochen hast und dann hinten bei dem Piano. Ja, ja. Da frage ich mich aber gerade, das war ja schon irgendwie voll special, der Raum mit dem Kleid und so und dann hinten mit der Musik. Ich dachte auch, da muss doch irgendwas jetzt sein, irgendwas, was ich machen kann. Ja, da steht ja Calm Down. Ist das vielleicht so eine Art Safe Place, dass man sich da schützen kann vor einem Geist? Ich weiß es nicht. Ah, das könnte aber das auch wird man noch rausfinden. Ja, das war ja sehr hell. So, Isa, was ist los hier? Genau, da hat noch jemand gesagt, männliche Quote. Und Alex und Lloyd, die haben immer so große Fresse. Ja, keiner ist da. Am besten beide Schissereien hier. Ja, Kombas, vielen, vielen Dank, Dankeschön. Nein, hatte ich schon einfach nur nein. Ja, schön. Ja, Leute, ist Level 90, der begibt sich gar nicht auf unser Niveau, ey. So. genau, also müsste ich mal mehr Spieler. Jetzt muss ich nochmal gucken. Zurück. Nee. Okay, Elfin, sorry, jetzt geht's nochmal los, ne? Ich weiß schon wieder nicht, was hier los ist. Ja, das Menü ist noch ein bisschen komisch. So, mehr Spieler. Lobby erstellen. Privat? Ja. Sollte ich jetzt irgendwas... Maximale Spieler 3? Kannst auch 4 machen, falls noch jemand dazukommt. Ja. Aber lass erst mal 3 machen, weil dann habe ich auch eine kleine Übersicht, weil ich bin auch so bei dem Spiel so, wenn jetzt jemand dabei haben, der so voll der Profi ist, dann kriege ich nichts mit irgendwie. Ja, alles gut. Machen wir mal erstellen. Aber ich sehe gerade, man kann auch Sprache einstellen, aber ich weiß nicht, ob das auch für Ingame Voice... für die Spracherkennung gilt.
Das weiß ich nicht. Nicht, dass man da wieder in die Windows-Systemsteuerung muss oder so. Ich muss ja auch mal ganz kurz was gucken. So, wie kann ich euch denn einladen? Ach so, ich dachte, man wird die Lobby jetzt sehen. Ich suche gerade schon. Nee. Du müsstest irgendwo einen Code sehen, den du uns schicken kannst. Ach, guck mal, das ist ja cool gemacht. Den kann ich einfach kopieren. Okay, da hätte ich mich gar nicht wegmachen müssen. Guck mal, warte ganz kurz mit dem Stream. Moment. Guck mal, wie cool das ist. Das ist nämlich, ich muss einfach nur auf Kopieren drücken und kann den in den Mod-Chat schicken. Das ist wirklich voll geil gemacht. Das ist nice. Na, Gott. Da ist die Sarah. Windows Defender. Entschuldigung. Hatte ich gerade auch. Pan ist am Geh weg. Ich glaube, ich muss die anderen mal ein bisschen leiser machen. Bin sehr laut. Jetzt. So. Übrigens kann man seinen Charakter ändern. Also das Aussehen. Weil ihr seid beide jetzt derselbe Default. Das habe ich ja gerade versucht. Character. Jetzt gucke ich nochmal. Warte. Ach, ja. Charakter anpassen. Genau. Da wollte ich Custom Character und dann unten rechts Customize. Oh, Charakter. Oh, wow. Okay, muss ich auch erst suchen. Ja. Okay. Kopf. Wie komme ich da nochmal hin? Bei Charakter? Oh. Also, genau, erklär du am besten. Du bist da. Ich komme nicht auf den Monitor. Auf dem Bildschirm E. Okay. Ach, E. Hm. Ja, das ist ein bisschen verwirrend gemacht, finde ich. Oh, wow. Okay. Aussehen, Haare. Oh. Okay, so nice. So, Hautfarbe. Die Augenfarbe kann man nicht machen, ne? Bart würde ich jetzt auch nicht machen. Okay, speichern. Wie sehe ich aus? Sexy. Ja, geil, ja. Hat's geklappt. Ja, perfekt. Ja. Ah, du siehst auch sehr süß aus. Ein bisschen am Schwitzen. Ja, ist warm gerade. Mhm. Aber das ist nur die Wärme. Aber kein Angstschweiß. Ducken kann man sie nicht, aber guck mal nach unten. Ducken geht noch nicht, warum auch immer. Kann halt. Okay, das ist aber besser als bei Phasmophobia, weil da sind ja die Bewegungen ganz, ganz strange irgendwie. Ja. Show me. Show me einfach nicht. Ja, das hat bei uns auch nicht geklappt. Show me, show me, show me, show me. Habt ihr das Banshee noch da stehen, wenn ihr da ins Badezimmer geht? Ja, dann mach doch mal. Nein. Was ist die Taste für den Voice? V. Genau, V. Ja. Show me. Nee, du musst hier im Bad Benji sagen. Benji. Sag nochmal. Ja, spannend. Wobei wir da nicht wissen, also Mina hatte die Lobby gehostet und nur bei ihr hat es geklappt. Es kann sein, dass das tatsächlich nur bei Pan geht. Okay, aber steht auch wieder da. Mhm. Banshee. Ach ja. Banshee. 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 Oh! Ah. Okay, ich hab's gesehen! Habt ihr es auch gesehen? Nee, ja. Ich hab draußen gestanden, bei mir hat es nicht angezeigt. Aber ich weiß, was passiert. Ich hab's aber gesehen tatsächlich. Stand hier in der Tür. Aber dann geht es ja, dann muss man wirklich. Show me! Ja, ob die Bilder gehen, das weiß ich echt nicht. Kacke. Ich weiß auch nicht, was das hier heißt. Ach ja, das. Hurricane. Kann das nicht mal irgendeiner Sprache zuordnen? Ich auch nicht, auch nicht. Aber ein Fakir gibt's doch, oder? Also mir sagt das auch irgendwas, aber eher aus der RP-Szene habe ich da irgendwie sowas mal gehört. Das war bei irgendjemandem mal ein Nachname oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Fakir Hane, Fakir Hane. Hör nie auf, so Englisch zu reden. Boah, ich finde das so furchtbar. Es gibt einen
Typen auf YouTube, der macht eigentlich immer sehr coole Videos. Und wir können uns den aber alle nicht angucken, weil der immer am Ende des von, also wirklich am Ende eines Satzes immer macht. Der ist ganz, ganz furchtbar. Ach, Farkas ist das aus dem RP. Upsi. Ja, okay. Gut, also ich wäre, glaube ich, ready. Ich bin mir nicht so sicher. Hab ich den Geld? Guck mal, was, ich hab noch eine hinter mir? Bitte was? Wie? Was? Oh ja, hab ich leider verpasst, ne? Schade. War ein Schatten hinter dir? Keine Ahnung, schreibt jemand im Chat. Du hast einen Schatten hinter Sarah nicht gesehen. Warte mal ganz kurz. Sarah ist mit dem blauen Oberteil, Elfin ist mit dem roten Oberteil. Oder? Sehen wir zugleich aus? Kann mich nochmal. Ein bisschen. Sarah, ich möchte, dass du einen alten, dicken Mann spielst. Boah, Alter, die Maske da. Aber die Charaktere, muss ich wirklich sagen, sehen sehr nice aus. Auch die Bobblies. Ich habe mal noch eine Taschenlampe gekauft, weil wir ja zu dritt sind. Ach ja. Wir hätten sonst nur zwei. Beziehungsweise einer könnte dann höchstens diese UV-Lampe nehmen. Mhm. Mal gucken. Weil die kostet leider $600. Also zwei könnte ich noch kaufen. Okay, ja, ich habe eine UV-Lampe, eine EMF. Das mit der Staffelei finde ich interessant, aber ich weiß nicht, wie man das am besten anträgert. Gar nicht, was wir gesagt hatten. Ich glaube auch nur, dass er ein Bild malen soll oder so. So, Sarah müsste noch ready drücken. Entschuldigung. Ja, ist gut. Ich habe keinen Plan, wie die Tasten und alles sind, ne? Das ist... Ja, da kommst du rein. Genau, gleich in den Van am besten. Ich mach mal ganz kurz hier Karte wieder Abandoned House. So. Ich glaube, was anderes geht sowieso nicht. Oh Gott. Okay. Warum? Wird geil. Gut. Ist ja erstmal alles ganz schön. Hier steht jemand nackt. Hä? Und haarig. Achso, du siehst das auch? Ja, ich sah das auch. Achso, du hast die roten Haare jetzt und da schon. Ja, ich, ja, dass man es besser sieht. Okay, Elfin, du warst gerade ein nackter, weißer, großer Mann. Und sehr haarig. Sehr haarig. Ja. Hä? Mein PC braucht aber ein bisschen. Hä, wie kommt das zustande? Okay. Perfekt, warte mal. Okay. Was wollt ihr nehmen? Elfin, kannst du bitte noch einmal ins Licht gehen? Ins Licht? Ja, hier also so bei den Werkzeugen, die wir gleich aufnehmen. Sarah, kannst du auch mal ins Licht gehen? Gut. Ihr habt beide, die Haarfarben unterscheiden sich ein bisschen. Elfin ist blond und du bist so krass Ketchup hell Neon. Ja. Ja. Okay. Ich ein bisschen dacht mir, dann geht's einfacher. Die wollte ich gar nicht. Wir drehen. So. Oh ja, Taschenlampe. Genau, Taschenlampe auf jeden Fall. Ich glaube, ich bleib bei, Sprechgerät und Taschenlampe. Habe ich die Taschenlampe automatisch an? Jetzt. Perfekt. Sarah, magst du Kakerlaken? Waren jetzt nicht so meine Lieblingstiere. Dann kannst du ja das Ekoplasma nehmen, also das Kompass-ähnliche Ding. Schon ein bisschen eklig. Und was ist mit der Kakerlake? Dreht die durch oder so, wenn ein Geist in der Nähe ist? Nee. Die ist, also, wüsste ich gerade nicht. Nur die Zahl ändert sich. Okay, aber es ist sehr geil. Die Kakerlake, die läuft einfach, wenn man selber auch läuft. Ah, okay. Es ist so cool, gerade zu sehen, wie der Charakter das auch hält. Es ist halt nicht so buggy wie bei Phasmophobia. Ja, geil. Okay, dann. Ich finde es jetzt irgendwie schade, dass wir nicht in Unterwäsche sind. Könnt ihr noch hier die Teile mitnehmen? Oh ja, dann sofort. Also, Karte, hat jemand noch einen freien Platz? Weil ich habe noch einen freien Platz. Oh. Ayub Austin? Aber wie rüstig aus? Mausrad drehen, dann rutschst du durch die Teile. Die Taschenlampe bleibt. Wenn du die ausmachen willst, musst du auf die Taschenlampe gehen und dann rechts, links klicken. Nee, ich glaube, ich bin ein Fan von der Taschenlampe. Also ja, wenn der Geist uns gleich jagen sollte, dann müssen wir gucken, dass er uns nicht sieht. Oh mein Gott. Ach, es wird schon.
Also unser Geist halt heißt, jetzt ist aber ein Problem, der heißt Ayub Austin. Das hört sich an wie, bist du Austin? Also ich weiß nicht, Ayub, wie das ausgesprochen wird. Und es steht, selbst Ayub, wenn jemand neben dir ist, wird er dir antworten. Okay, hier, guckt euch das mal an. Ayub Austin? Ich weiß auch nicht, ich weiß, dass jemand im Chat, wie der Name ausgesprochen hat. Ayub? Ich weiß es nicht. Ayub. Ja, Ayub macht Sinn, ne? Ayub. Ja, komm, let's go, da kriegen wir hin. Ich bin richtig motiviert. Was soll schon schief gehen? Genau. Meine Taschenlampe ist aus, ne? Das ist gut. Aber wie kann ich die denn ausmachen? Auf die Taschenlampe gehen und linksklick. Ah, ich hatte die gar nicht an. Das ist sehr simpel. Hier kann man nicht hoch, oder? Nee, bisher noch nicht. Ich hoffe, dass da vielleicht noch irgendwas kommt. Ist nicht. So. Okay, alles cool. Wissen? So. Wo wollen wir anfangen? Wollen wir zusammenbleiben? Achso, oh, ich war schon weg. Ja, also Wohnzimmer, da ist er auf. Boah, das Bild ist so krass gemacht. Das habe ich gerade so. Ich habe mich gerade so verjagt. Ayub Austin? Ayub? Ayub, du alte Flocke! Sarah, dieses Ekoplasma, da musst du, ich glaube, auch Linksklick machen, gedrückt halten. Ach so. Das, ich dachte, ich würde sowas drin sehen. Okay. Hier auf dem Ding ist was geschmiert. Hier auf dem Hausbild-Ding. Warte, wo bist du? Seht ihr das auch? Nee. Was, verstehe ich? Wahrscheinlich dann nur durch diese Linse hier, ne? Aber direkt hier auf dem Bild ist was drauf geschmiert. Das ist einfach so ein weiß-grauer Fleck irgendwie. Ja, genau. Das sind nämlich diese Ekoplasmas. Das sieht aus wie so rausgerissenes Papier. Genau. Irgendwie. Ja. Ja, okay. Die sind nur an den Wänden. Dann habe ich schon mal Fingerabdruck jetzt. Also ist das... Nee, warte mal. Nee, Fingerabdruck ist es nicht. Ja, okay. Ekoplasma. Ektoplasma. Ja, geil. Oder Ektoplasma. Cool, läuft doch jetzt viel, viel besser. Ja, ich glaube auch Ektoplasma. Das heißt, wir haben schon mal einen Hinweis. Brauchen wir das jetzt überhaupt noch? Weil, wenn wir das jetzt schon haben... Theoretisch eigentlich nicht mehr. Oh, was ist denn hier? Bitte? Der Keller. Okay. Ja, dann geht tschüss, ja, wieso Spaß nicht? Ja, ach, was soll schon passieren, ja? Ja, kann man doch mal gucken. Ich habe gerade auch, ich habe hier gerade gelacht. Ah, drin. Dieser Raum. Hm? Hallo. Das kann man hier... Warte mal. Was habe ich hier gerade... hello? Are you there? Is anybody here? So, alles gut, der ist gehäutet, ist kein gesamter Penis. Was ist das hier eigentlich? Oh mein Gott. Wo denn? Eine Katze oder so? Ja, sieht ein bisschen so aus. Eine besessene Katze. Entschuldigung. Wieso sind hier vorne auf dem Sessel eigentlich keiner? Das wäre doch ein richtig schöner Jumpscare. Boah, das wäre richtig fun. Fahren wir das jetzt auch mit der verschwommenen Ansicht? Hast du eine verschwommene? Ich habe keine verschwommene Ansicht. Du? Was? Ich hatte das gerade wieder, ja. Das ist irgendwie immer random tatsächlich. Okay. Ich weiß aber nicht warum. Hello, are you there? Wo ist denn Pan jetzt? Bei den Sesseln, ist anybody here? Oh. Anyone? Ist noch alleine da hinten. Also, ihr seid gar nicht mehr hier, okay. Doch, wir sind hier, absolut. Guck hier, hallo. Mhm. Oh mein Gott, könnt ihr mal bitte nicht halt gehen? Ich will diesen Ball finden. Also hier ist Ball? Hier ist safe, hier ist ja gar nichts los. Ich weiß, welchen du meinst, ja. Oh je, jetzt hat sie es gesagt. Ist chillig. Ganz ruhig hier, ja. Du hast es jetzt gesagt, los. Sarah. Ah, ja. Oh, Pan hat es nicht gesagt. Ja, hier ist irgendwas. Ach, das war Pan. Habt ihr es gehört? Nein. Ja. Is anybody here? Hello? Das ist... Warst du das? Oh, Entschuldigung. Ja. Hello, mein who Gerät are you? Ja. 3. Okay. Also, give us a sign. Ah! Oh! Oh, hallo! Töten Sie mich? Nein, weg! Oh mein Gott! Wie das einfach alles
Also wahrscheinlich ist dann der Geisterraum hier. Echt? Ja, hier ist ein bisschen Action. Was machen wir jetzt? Erst einmal. Entschuldigung. Nochmal. Hallo. Hallo. Sammy Bates, vielen, vielen Dank. Er will nicht. Oh, Gefrier. Oh. Seht ihr das? Ja. Austin, Gefrieratem. Are you here? No, hä, wieso pissen wir den you? Auf? Where are you? Hört ihr das? Hört ihr den auch? Bitte, Hat er nicht gerade gesagt, wir pissen den auf? Oh, hallo. Hat er das gesagt? Habe ich jetzt mal verstanden, ja? Okay, okay. Also auf jeden Fall antwortet. Er antwortet und wir haben gefriert. Haben wir? Ja, das ist Gefriertemperatur, ja. Ne? Gefrier, ja. Warte, ich mach mal ganz kurz. Gefriertemperaturen. Und dieses Ektoplasma. Wie ist das Fingerabdruck? Stimmt, ja. Hast du da aus Versehen draufgeklickt? Nee. Bei Fingerabdrücke müssen wir mal noch ein bisschen warten. Geisterbox antwortet. Aber war das die Geisterbox? Oder? Ich habe das, glaube ich, auch ohne Geisterbox. Oh, jetzt ist bei mir auch verschwommen. Oh, der Fernseher dreht sich. Die Geisterbox muss tatsächlich, da muss dieser kleine Geist, glaube ich, aufleuchten. Okay. Hä? Ich hab's jetzt nicht verstanden. Was piept denn hier? Das ist mein Gerät, das ist mein Gerät. EMF4 aber bisher nur. Okay. Ist jetzt wieder weg. Ich kann das sonst erstmal hier hinlegen, dann könnt ihr das auch angucken. How das old geht, glaube ich. You? Entschuldigung. So. How old are you? Hello, are you there? Give us a sign. Sign. Wie legt man denn so Zeugs hin? Mit G. Oh, hast du die Staffelei? G wie Grob. Oh, haben wir wieder Besuch? Ich glaube, das ist ein. Eine Jagd. Hallo. Wow. War das? Oh nein! Die hat die Asiennudeln. Oh. Die Asiennudeln. Die lagen eben nur hier. Oh, ich kann das sehen. Ja, war eine Hand. Ich glaub. Hey, Kaminfeuer. Oh, schön warm. Ja. Wow, hier geht's ja richtig ab. Schon wieder eine Hand. Eine Hand? Ja, das heißt, du kannst sterben. Aber wo hast du eine Hand gesehen? Da, ich sehe nur flackerndes Licht. Eine Hand, eine Jagd, meine ich. Entschuldigung. Ach so. Jennifer Hand. Hör auf! Er muss dir kommen. Folgst du mir? Okay. Ja, bin ich. Sorry. Was wird denn Schritten? Ja, okay. Ich weiß leider noch nicht so. Ich kann noch nicht so richtig deuten, wann es anfängt und wann es aufhört. War das schon immer hier? Nee. Ich hab eine das ist eine Voodoo-Puppe. Ja, viel Spaß. Wieso? Ist das nicht Kannst gut? du bitte weg von mir gehen? Ich bin so aus der Voodoo-Puppe. Nein. Was ist die ist schön. Nein, geh weg. Guck doch mal. Hör auf mir zu folgen. Ich bin kein Geist. Guck mal hier. Ja, zieh doch mal die Nadeln. Wie mache ich das? Weiß es nicht. Ich hatte die noch nicht. Oh, ups, jetzt habe ich ins Herz gepiekt. Ich glaube, das war eine Hand. Also, ja, da jagt uns. Ja, ich bin hinter dir, alles gut. Ich glaube, Sarah ist irgendwie so ein bisschen in Gefahr, habe ich das Gefühl. Nee. Oh, noch eine Nadel, schön. Sarah? So, noch eine. Soll ich noch mal ein paar? Was ist das hier für ein Raum? Wir müssen die Tarotkarten finden. Ach so, dann können wir vielleicht Pan wiederbeleben. Echt, das geht? Ja, das... Ja. Okay, wie kriege ich... Ich weiß aber nicht, ob es beides gibt. Also, ob es Voodoo-Puppe gibt und Tarotkarten. Mhm. Weiß das vielleicht jemand im Chat? Mal gucken. Oh. Siehst du immer noch? Jetzt sind alle Nadeln drin, ja. Guck mal. Da liegt sie. Ja, dann geh mal. Mich seht ihr ja gar nicht, ne? Tschüss. Tschüss. Ich bleib hier. Oh, hi, da ist sie. Ich komm nochmal zurück, ja? Hallo. Oh mein Gott! Oh, die Voodoo-Puppe, guck mal. Die dreht sich. Nein, ich will sehen. Oh, wie komme ich zu euch? Sie kommt.
Nee. Ja, hört die auch mal auf damit? Was hört ihr? Ich habe gerade Schritte gehört, aber ist jetzt wieder weg. Also, ich bin gerade eben raus und da kam sie direkt auf mich zugerannt. Hört die? Die dreht sich jetzt einfach, ne? Ich vermute mal auch, dass deine Sanity auf Null ist. Hallo. Oh ja, das könnte natürlich sein. Tschüss. Ja gut, ich habe halt null Orientierung gerade, ne? Okay, dann. Wie komme ich denn hier wieder zurück? Steht das hier immer noch auf dem Bild mit dem Ball? Scheiße, kann man nicht sehen. Aber ist doch jetzt blöd, wenn Pan die ganze Zeit tot ist, oder? Nö, also um ehrlich zu sein, finde ich das ganz, ganz cool. Ich bin ja die ganze Zeit bei euch. Nee, das war auch nicht richtig hier, ne? Geradeaus ist der Raum. Welcher Raum? Wo sie gestorben ist. Chillig. Ach so, ja, ich dachte, ich sollte irgendwas wegen der Sanity nehmen, oder? Wir haben noch nichts, haben wir noch nicht, die Pillen. Ach cool, ja, dann kein Problem. Also wir brauchen jetzt noch einen dritten Beweis. Hatten wir nicht drei? Oh scheiße, ich kann leider nicht mehr drauf gucken. Also wir hatten Ektoplasma. Nee. Und Gefrier. Ach so, da fehlt uns noch was. Und, ja, bei der Geisterbox bin ich mir jetzt nicht so sicher. Der hat ja, aber ihr habt die Antwort ja auch gehört. Und die war nicht so Geisterbox-mäßig, sondern so... Wollte gerade sagen, das sind nur die normalen Stimmen. Hat sich der Fernseher wieder umgedreht? Ja. Och, Kollege, langsam ist langweilig. Alter. Sehr schön. Talk to me. Okay, was möchtest du hören? Who are you? How old are you? Where are you? Say something. Stop turning the TV! Stop turning the TV und der kommt! Hand! Oh Gott, ich lauf gegen die Wand. Ich glaube, die stand mir gerade im Nacken drin. Ja, die stand wirklich hat sehr so in dir drin. Hat so ein Gefühl jetzt gerade. Oh, tschüss. Du machst das alleine, ne? Oh mein Gott. Oh, hallo. Hallo. Seid ihr... Ja, wir kommen. Ja, du machst das jetzt. No. Wie gesagt, so Geisterbox, ne? Keine Ahnung, ob man das jetzt einlungen soll. Das ist schon sehr nice gemacht. Die Staffelei haben wir noch drin, ne? Genau, oder die stand hier vorne. Die hat dich eventuell, glaube ich, eingepackt. Genau, die steht, also hier steht die noch bei mir. Die Asian-Nudeln haben sich bewegt. Oh nein. Geh weg. Hä? Da ist deine Staffelei. Die ist am Handen, die ist ja wirklich, genau. Die, oh, wirklich am die sieht man ja richtig. Okay, das war krass. Wo ist sie hin? Ach, das bin ich. Mhm. Ah. Die rennt wirklich Elfin hinterher. Was ist das denn? Oha, krass. Okay, das ist heftig. Ja, die rennt wirklich. Ah, und man sieht sogar, was wegfliegt, wenn sie läuft, ne? Okay, das ist ja krass. Scheiße. Wo ist Elfin? Hä, wo ist sie hin? Bei der Voodoo-Puppe. Oh, die dreht sich immer noch. Ich weiß gar nicht, ob die durch die Türen kann. Die ist auf jeden Fall jetzt echt hintergerannt bis zur Tür hier vorne. Mhm. Gerade. Könnt ihr mir sagen, wenn sie weg ist? Ja, die sieht man nur irgendwie alle paar Meter, wenn sie gelaufen ist. Die sieht man nicht durchgehend. Ja, also hier sehe ich sie gerade nicht. Weil wir können mal gucken, ob was bei der Staffelei irgendwie zu sehen ist. Ich weiß nicht, ob wir das in der Form hier sehen. Eben, oder ob man diese Karten hier finden kann. Na, also von hier aus sieht es nicht so aus, als wäre was auf der Staffelei. Boah. Nee, die muss halt in den Raum stehen. Das heißt, ich muss die da erstmal hinstellen. Also ist es wie in Phasmo, dass wir die einen Ort quasi finden und da dann möglichst viele Sachen triggern, oder? Ja, ich mach erstmal was anderes. Ah, okay. Ja, alles gut. Erstmal gucken, was wir überhaupt noch haben könnten. Also wir hatten Freezing und Ecto. EMF ist schon mal ausgeschlossen. Ja, das, also wir waren ja wirklich mittendrin, da war keine 5. Fingerprints würde noch gehen. Die Staffelei würde noch gehen.
Dieses Karussellgerät würde noch gehen und die Spiritbox würde noch gehen. Ja, aber ist Sarah nicht die ganze Zeit mit der UV-Lampe rumgelaufen? Da hätte sie ja, glaube ich, auch welche gesehen, ne? Nee, ich hatte dieses Ektoplasma. Okay, Evelyn, hattest du dann die UV-Lampe? Die UV habe ich, aber die, also meistens sieht man irgendwie nur an den Schaltern was, wenn Licht an- und ausgemacht wird. Ah, okay. Oh, und am Einschalter hat er ja hier Licht ausgemacht. Das war ja im Wohnzimmer, ne? Oder warst du das? Ich war das. Okay. Ich habe es extra ausgemacht, aber... Also er selber hat das Licht noch nicht ausgemacht, soweit. Also am Fernseher würdest du jetzt nichts sehen, weil der sich ja auch 20 Mal umgedreht das hat? Das weiß ich noch nicht. Ich glaube, dafür haben wir es noch nicht oft genug die gespielt. Die Asian-Nudeln auf dem Boden? Muss ich mal... Oh, schon wieder? Ich glaube. Oh nee, sie ist hier. Wo rennt sie hin? Sie rennt wieder. Ja. Weg. Oh. Okay. Ich hätte doch in die andere Richtung rennen sollen. Ich war reingelaufen. Dass die echt hart ist. Ey, komm, das machen wir nochmal. Also jetzt, so langsam kommt's ja, ne? So langsam. Geistertyp, richtiger Guide, Geist Raichu. Raichu, ich guck mal. Raichu. Hä? Oh, dass ich die auch nie sehe hier. Raichu da. Ektoplasmaflecken hatten wir, Gefriertemperaturen, ESG-Geisterreaktion. Ach, dieses ESG-Gerät. Das war das, was fehlte. Mhm. Dieses Karussell muss man auch auf den Boden stellen und dann kann er halt. Das finde ich persönlich noch nicht so richtig schön. Dann taucht da drüber so ein Geist auf, aber das sieht aus wie so ein Ampelmännchen. Also ich hoffe, dass sie das nochmal überarbeiten. Man muss das auf dem... Ja, man muss auf den Boden stellen und dann da drüber taucht der Geist quasi auf. Ja, okay. Das ist wie diese Dots in Phasmo, nur dass du halt hier nicht die Dots hast, sondern eben... Okay, ja, dann Karussell-Ding. Hätte ich auch lange damit rumlaufen können. Und wie ist es? Müssen wir definitiv alle drei gefunden haben, damit wir so einen Geist identifizieren? Oder hätten wir jetzt theoretisch mit 2 von 3 noch raten können? Wir können raten, aber wenn du falsch liegst, kriegst du halt kein Geld. Ja gut, ich meine, jetzt haben wir verkackt und haben wahrscheinlich auch nichts gekriegt, oder? Nee, wir haben kein Geld. Ich habe 300 als Versicherung bekommen, weil ich eine Taschenlampe spendiert habe. Okay. Aber ja, normal kriegst du nichts. Gut. Jetzt aber. Ich gehe erst mal gucken, welcher Geist das ist. Hayden Morris. Ich muss gestehen, dass ich diese Namen, sobald ich hier rausgehe, sowieso wieder vergesse. Ja, deswegen schreibe ich mir die ganze Zeit auch auf. Ich was hier was ist denn hier Block. In der Kamera zu sehen? Aktuell ist das, glaube ich, nur das Zelt hier vorne. Ah, ja. Nee, das sind diese Holzdinger, die da kurz reinfliegen. Ach. Da oben nämlich so eine Bewegung. Ah, okay. Trotzdem cool, dass man sich selbst auch sieht. Mhm. Ich denke mal, sobald man dann Kameras aufstellen kann, kann man halt auch die anderen sehen. Cool, warte mal. Geisterbox hatte ich ja gerade, nehme ich mal dieses Ecto. Will jemand von euch jetzt UV nehmen? Dann nehme ich die Staffel, nein. Ja, dann nehme ich UV. Haben wir ja mal getauscht. Perfekt. Dann der Geist, der antwortet auch, wenn wir alle zusammen sind. Also wenn einer neben einem ist. Habt ihr alle drei Sachen? Nee, ich drei Sachen? Sachen? Nee, Moment, ich habe 2. Dann nehme ich doch das Voice Recorder-Ding. Jemand empfiehlt auch eine Taschenlampe, kann das sein? Oh! Also mir nicht. Ja, doch, mir. Hi! So, okay. Aber warte, ich kann trotzdem noch was nehmen. So, jetzt sind wir mal gut hier. Scheiße. Wenn uns was fehlt, kann man es ja auch einfach vorne hier am Eingang ablegen und geht dann nochmal zurück. Ja, dafür muss man nicht immer den Eingang finden. Da muss man nicht immer dahin laufen. Also Lichtschalter sollte ich jetzt angucken hier. Also sobald der irgendwo interagiert mit irgendwas, müssen wir mal gucken. Wir haben bisher nur Lichtschalter. Jetzt noch nicht. Okay. Nee. Muss erstmal was passieren. So, ich stelle mich schon mal hier. Oh, die Kellertür ist direkt auf oder hat die jemand von euch aufgemacht? Nö. Nein. Ja dann, let's go. Ich weiß nicht, ob da unten auch ein Geisterraum sein kann, aber... Was? Warte. War hier ein Schatten?
Ich hab nichts. Ah, nee. Also ja, es ist ein Schatten, aber der ist. Was? Führe den Satz bitte weiter. Also, ich dachte, ich hab hier so ein Special-Ding gesehen, aber so, das war nur der Schatten von eurer Bewegung quasi. Was? Habt ihr sie gehört? Ja. Mhm. Okay. Das könnte wirklich hier. Ah! Da. Schöne. You okay, Bro? War auch in Unterwäsche. Das ist ein Zeichen, Sarah. Wir müssen uns auch gleich mal ausziehen. Hello, are you there? Oh. Was? Wow! Hallo, ich hab die Tür gerade aufgemacht. Die Kinderzeichnung ist auch sehr toll. Sag mal. Was war das? Hello, are you there? Das ist Kacke-Baby wieder. Hallo. Das. Okay, also zumindest haben wir schon mal den Raum gefunden. Ganz zufällig. Ja, nice. Okay, dann gucken wir mal hier noch. Fingerabdrücke ist jetzt schwierig, ne? Also sobald er die Tür bewegt vielleicht, kann man an der Tür gucken. Ja. Ja. Also ich weiß leider nicht, wo überall Fingerabdrücke sein können. Ich habe auch schon hier am Gitter geguckt, weil dieses Etwas da ja gerade stand, aber hier ist nichts. Paint something. Draw a picture. Die Tür ging. Guck mal an der Tür, ist da irgendein Fingerabdruck? Nee. Ich sehe nur das Handsymbol, dass ich da was öffnen kann. Aber sonst sieht alles normal aus. Seht ihr das eigentlich auch nicht. Theoretisch? Dass die Tür auf ist, ja. Also Handabdruck sieht man dann, ja. Okay. Müssen wir vielleicht irgendwie den Raum verlassen, damit ihr zeichnet? Wie bei Phasmophobia? Ja, es gibt wohl ein Video, wo tatsächlich die Leute einfach rausgegangen sind, gewartet haben und dann war irgendwann eine Zeichnung drauf. Bei uns wurde aber auch schon mal gemalt, als wir drin waren. Also, okay. Und auf den Geist wahrscheinlich dann an, oder? Hier ist überhaupt keine Lampe, ne? Hello, Kerzen are you there? Nur. Wer ist immer? Hayden, are you there? Hayden Morris, are you there? Also er antwortet nicht auf das Ding hier. Was war denn das andere, was ich hier hatte? Das musst du hinstellen irgendwo. Gehen wir hier rein. Am besten irgendwo, wo man es... Oh, das... Ach nee, doch nicht. Das war Pan. Ich dachte gerade, da steht wer. Also der macht schon die ganze Zeit was. Also hier müsste man bei diesem... Wie heißt das? EG? Keine Ahnung was. Dieses Karussell... Da drüber taucht dann halt ein Geist auf, das sieht man dann. Ach, hier wird man jetzt was sehen. Aber Gefrier. Oh, ja. Ah, okay, dann jetzt aber Beweise. Gefriertemperaturen. Yay. Breathing. Okay. Hello, are you there? Hello. Gott. War das jetzt ein Jumpscare oder? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, das war ein ich bin mir auch noch nicht so sicher. Wer macht hier die ganze Zeit was? Bild ist auch runter. Wir hatten dieses Ektoplasma. Das habe ich den Kompass. Hier. Ich habe gerade schon die ganze Zeit geguckt, also habe nichts gesehen. Leider. Am besten musst du das an den Wänden. Also ich glaube, bei mir ging das nur an den weißen Wänden. Jetzt sind hier keine weißen. Ah doch, warte mal. Doch, klar. Hier, jetzt sehe ich das auch mit diesen weißen Wänden. Ja. Okay, Ektor dann haben wir dann auch. Dann haben wir das auch. Das sind wir genauso weit wie gerade eben, ne? Mhm. Hello, are you there? Give us a sign. Ich kann nicht sign aussprechen. Sign. Sign. Oh. Was muss man... Aber heißt... Ja, okay, das hat aber nichts mit der Box jetzt zu tun, die ich habe, ne? Nee, das sind Events nur. Was? Oh, oh, die cool. Hand. Nee, ich glaube, das war... Nee, erst wenn die Taschenlampe flackert, dann ist es... Das war der gleiche Dude wie vorhin, der immer an dieser Statue da gespawnt ist. Steht immer hier. Was ist das da? Sommer Pain something. Oh, hier, das Ding ist gerade von alleine weggeflogen. Dieses, was auch immer das ist. Diese Dose hier. Sollen wir sonst mal rausgehen und gucken?
ja, ob da gleich ein Bild gemalt wird. Sag mal, hat er die Dose wieder auf mich geworfen? Ich glaube ja, da ist jemand. Ich glaube, wir sollen rausgehen, das ist ein Zeichen. Ich dachte gerade, jemand steht oben, aber das wart ihr. Oh. Ich mach mal was soll das? Ich bin hier noch drin! Ups. Schwein! Ich mach mal Türen auf, damit wir wegrennen können, falls gejagt werden. Ja, ja. Das wäre super. Ich geh mal ganz kurz hier um die Ecke. Do you want to play ball with me? Scheiße! Da ist der Ball! Wie cool ist das denn? So wird das gemacht? Ja. Okay, das ist ja nice. Das ist ja mega geil. Das ist richtig schön. Sind da Fingerabdrücke dran? Schau da. Oh. Ich hoffe ja immer noch auf ganz bestimmte Jumpscares, aber... Ja, dann glaub, sollte Pan vorgehen, ne? Für den Stream sind, und so. Die sind random. Hello? Ja, hier oben wird, glaube ich, jetzt keiner mehr sein. Oh, cool. Wir gehen die Tür auf. Hallo. Ich war das. Ich war das. Ach so. Magna! Ui, jetzt muss aber... Jetzt haben wir doppelt. So sieht der Raum in Helden aus. Magna. Aber wir haben das gleiche wie Magna. Magna. Oh. Okay. Sarah, du bist schuld. Das alles, weil man Englisch, weil sie Englisch kann, weißt du? Sarah, versuch mal oben hier dieses Show Me. Weil da ach so, ja, soll ich das jetzt auch noch machen? Ja, ja, bitte. Ja, bitte. Wo denn? Oben, über der Tür drin. Ach so. Der Leuchtturm. Ach da. Show me. Dieses Bild, irgendwie passiert da nichts, ne? Okay, aber du kannst hier nochmal probieren. Das hatte ich ja gerade. Hier müsste es auch wieder gehen. Dann kommen wir in den anderen Raum. Was steht da? Victoria, glaube ich. Victoria. Sehr geil. Das ist so geil. Enger. Nee, da hat sie keinen Bock. Der ist irgendwo von alleine. Enger. Oder was? Ah, jetzt. Da war eine Kakerlake, wie süß. Wow. Ja, jetzt kommt halt dieser Raum. Dieses Bild wieder. Dankeschön. Dankeschön. Schön hier. Stop Music! Naja, könnte sein. Ja, Schmeckser, Spiel, irgendwas. Calm down. Da vorne flackern was. Ja, das ist der Raum mit dem Kleid und wo das Lachen war. Ach was? Ja, Tatsache. Was? Kein Safe Spot, nein. Oh Mann, ich hab's verpasst. Was war? Da kam ein Geist von der Zeichnung. Da kam eine Frau raus. Oh! Da links, ja. Hier? Ja. Hallo? Spawnen Sie bitte nochmal. Oh, scheiße, okay. Das war wirklich wie ein Safe Room, ist aber gemein. Ja, ist aber gut für ein Horrorspiel, finde ich. Ja, ja. Aber das hier mit dem Bild feiere ich immer noch so hart. Weil ich echt dachte, ich vergucke mich. Sarah und ich hatten schon gedacht, dieses Bild ist, glaube ich, so eins, was man im Internet lizenzieren kann. Okay. Oh, also, ja. Hantet sie? Nein. Okay. Das war ein Event. Ich weiß welches, gut. Ja. Achso, ich meine, oh, ich habe mich erschreckt. Ich gelacht. Oh, cool, die Punkte, die man von den Taschenlampen sieht. Oh, sag dreimal Bloody Mary. Bloody Mary. Sie macht halt einfach, ne? Sie macht halt einfach. Oh Mann, oh. Passiert ja gar nichts. Schade. Hello, are you there? Konnte ich denn jetzt, ja? Jetzt nur? Hayden, are you here? Ist ja komisch mit dem Bild da hinten. Da muss noch irgendwas mit passieren. Mit dem Großen hier? Mhm. Aber was sollen wir denn jetzt noch testen? Nix, ja. Wir müssten eigentlich wieder runtergehen. Oh mein Gott. So, ja dann, let's go. Ich hab, Sarah, weiß nicht, Sarah hat Bock. Oh, hallo. Wer war da? Ah! Oh.
Hey, da war aber kein Anzeichen für eine Hand, okay? Nee. Stranger Things, ey. Der kam einfach so einspaziert. Ich hab. Warum habe ich die Voodoo-Puppe in der Hand? Was? Ich hab. Ach, die lag hier auf dem. Okay. Ja, dann. Hau die Nägel rein. Ja, dann mach mal. Vielleicht sind wir dann geschützt. Ja, weiß ich nicht. Warte, da kam ich. Okay, wir werden gehuntet. Oh, der huntet euch, rein, der huntet euch. Ich verfolge. Wo bist der du? Ist hinter euch. Ah! Der ist bei euch im Raum. Ja, okay. Nee, warte mal, das war. Sag mal, ich bin tot, Hanne. Oh. Nein, ja, ich scheiße, bin auch aber... tot. Oh, ich brauch echt. Ich hab ein Déjà-vu. Hatten wir das gerade nicht auch schon? Das hatten wir gerade auch schon. Aber, oh Mann. Ansonsten, Evelyn, lock ihrem was ein? Was du vermutest? Oh, ja, die Staffelei, ne? Ich muss erstmal rauskommen. Ich muss zum Auto kommen. Ich suche den Keller, weil eventuell sehen wir das ja auch, wenn gemalt wurde, oder? Sarah, komm hier hinter dir, hinter dir. Hier ist der Keller. Ah. Okay, ich habe Orientierung wie ein Toastbrot. Oh Scheiße, ich sehe nichts, es ist dunkel. Also der Keller ist hier in der... Ja, also, achso, bin schon durch. Nee, du kannst durchlaufen. Ich? Ja. Oh, okay, geil. Ich will die Voodoo-Puppe nicht. Staffelei ist bemalt. Echt? Ja. Oh. Okay. Moment. Alter, wie geil. Demon. Ja, Demon? Confirm. Easy. Ja, können ja nicht, oder? Das heißt, ich muss nur noch rauskommen. Ja, dann mach mal. Ich will sehen, wie du... Nur kein Druck. Mir hat gerade jemand geschrieben, wir brauchen zu lange, deswegen werden wir getötet. Ja, nee. Oh, er huntet auch wieder hier. Evelyn muss hier irgendwo sein. Oh nein, der huntet. Speedrun. Ich kann die Tür nicht zumachen. Wo bist du überhaupt? Hinten noch dieser Safe Spot. Also ich verfolge den Dude gerade. Oh Gott, das sind draußen Stimmen. Oh mein Gott, jetzt werde ich echt paranoid. Aber wo? Irgendwie, irgendwie rennt die jetzt jedes Mal hier den Gang entlang, habe ich das Gefühl. Was? Hat er dich? Ist hier gerade dran hergelaufen. Oh mein Gott. Also geht auf jeden Fall auch durch die Türen. Ich auch nicht. Aber ich bin gegen die Tür gelaufen, weil die Tür nach innen aufging. Bist du tot? Sonst wäre ich noch rausgekommen. Wie, bist du tot? Ja. Oh. Obwohl die Tür zu war. Aber jetzt wissen wir, dass die Tür zumachen nichts bringt. Alter, nochmal. Das kriegen wir hin. Ja, komm, das nächste Mal schaffen wir es aber. Okay, das heißt, wir müssen schneller sein. Ja, kein Problem. Speedrun machen wir. Ich habe halt immer noch kein Geld gekriegt. Ich würde es gerne auch kaufen. Es tut mir leid. Alles gut. Ich mache nochmal. Eine Taschenlampe kann ich noch holen. Das nächste Mal müssen wir dann mit der UV arbeiten. Mhm. Ach so, wir hätten normal gar nicht 3 Stück. Nee, wir haben 2 per Default. Oh. Hatte ich denn noch nicht? Also ich würde diesmal dann das Geisterstandding nehmen. Vielleicht hier dieses Gerät, dieses die Geisterbox. Also ich habe jetzt... Ich habe die Staffel gerade schon genommen. Ecto und EMF. Und dann nehme ich hier den. Und Taschenlampe halt. Okay, dann nehme ich das dann noch. Was auch immer das war. Ja, also Geisterbox, wo du mit dem Geist redest. Ach so. Nächste Runde müssen wir uns ausziehen, Sarah. Vielleicht funktioniert das dann besser. Aber nur wenn wir jetzt gewinnen. Okay. Okay, also teilen wir uns jetzt auf, damit wir schneller den Raum finden. Natürlich, das ist eine sehr gute Idee. Ja, was kann schief gehen? Generell immer. Noch am besten laut schreien, damit jeder weiß, wo wir sind. Gleich gegen den Keller. Ist die Tür wieder offen? Oh, nee, die habe ich gerade geöffnet. Okay. Ich geh mal, dann nehme ich hier vorne here? Alles. Wie aktiviere ich denn dieses Ding? Einmal links klick und dann halt über Voice mit Frau. Are you here? Ich habe hier auch die Okay, ich habe direkt Hallos. Aber nicht durch das Gerät, oder? Ich vermute, das war jetzt Zufall. Also okay, hier in dem Werkraum ist eine Voodoo-Puppe unten, die kann ich nicht aufnehmen, weil ich schon voll bin. Ja, Voodoo-Puppe ist toll. Ja, die können wir ja erstmal liegen lassen. Jetzt will ich aber auch mal kurz. Do you want to play ball with me? Ich habe den Raum gefunden. Ja, ja. Nein. Es ist hinten, der mit dem großen Bild.
Oh. Ja, ich weiß absolut, wo ich da hin muss. Wir haben hier Ektoplasma. Warte, wir stehen hier hinten. Ah ja, okay, dann seid ihr. Okay, gut. Hier. Are you here? Ich mach mal kurz Licht aus. Oh, krieg eine Antwort. Okay. Gut. Das heißt, wir haben echt... Dieses kleine Geistersymbol hat geleuchtet. Oh, was hat er gesagt? Ich hab's nicht verstanden, muss ich gestehen. Oh. Fate, my Ling, oder... Hallo. Hey. Ein Baby mit Hörnern. Oder so. Also EMF geht hier gar nicht los. Null. Ja gut, also das Ding haben wir dann auf jeden Fall schon mal. Okay, diesmal haben wir die Geisterbox. Geil. Ah, die Staffel habe ich noch, ne? Mhm. Macht Tür, aber trotzdem. Muss man da auch was sagen für? Ektoplasma hatten wir auch, ne? Ja. Okay. Oh, geil. Dann sind wir ja diesmal relativ fein. Muss man hier was sagen oder also, machst du das von alleine? Ich glaube, bei uns hatte er das gemacht, als Mina was gesagt hat, aber wir wissen, dass es auch ohne geht. Dass wenn man den Raum verlässt und dann ist irgendwas da ist. Oh, hallo. Da war das Geist. Das war genau darüber. Haben wir schon alles? Ja. Jetzt geht. Na dann, ciao. Ja. Tschüss. Also. Wir können ja mal theoretisch gucken, bei den zusätzlichen Sachen oder so. Ich würde erstmal kurz nochmal zurückgehen. Ja. Ja, Speedrun, ne? Easy. Ja. Hilfe, Leute. Ah, ich glaube, ich habe den Ausgang, ja. Ja. Boah, man kann echt nicht viel rennen, ne? Nee. Geil. Boah, ihr seid echt toll. Können wir immer spielen zum Spiel? Geil. Ja, das Ding ist, die zusätzlichen Sachen können wir nur machen, wenn wir auch die Geräte dafür haben. Das muss man sich wahrscheinlich kaufen. Erstmal halt wahrscheinlich ein paar Runden was rein. Ja, achso, ihr müsst das erst bei euch eintragen, den Geist. Wie mache ich das? Einfach auf den Geist klicken, der übrig geblieben ist. Genau. Guipo. Genau, erstmal die ganzen Beweise anklicken und dann bleibt ja nur noch dieser Guipo über. Die Geräte habt ihr? Mhm. Nee, Fotokamera haben wir noch nicht. Nee. Und eine Kerze haben wir auch noch nicht. Jupp. Aber ich habe nicht aufgepasst, wo logge ich überhaupt irgendwo irgendwas? Tee? Auf Beweise? Ach, Tee. Nee, genau. Da ist ja nichts. Nee, also bei mir Tee ist J. Tee für Tab. Geht bei mir bei beiden Tasten nichts. Ja. Mach mal J. Jetzt kommt was. Okay. Genau. Ghosts. Beweise und da kannst du die sagen. Genau, bei Evidence. Achso, ihr habt es wahrscheinlich auf Englisch, ne? Mhm. Ich hab's nicht umgestellt, ja. Alles gut. Ich habe mein Steam auf Englisch, deswegen macht das automatisch. Ah, okay. Also wir hatten Spirit Box, richtig? Mhm. Dann Ektoplasma. Und dieses ESG-Gerät. Mhm. Und dann einfach auf zurück, ja? Dann ach nee, ich muss auf den hier. Genau, den Geist Guipo. Auswählen. Guipo. Okay, Entschuldigung, ich passe nie auf. Nee, hä, alles gut, mache ich auch nicht. Und ich stream. Jemand weiß das immer. Okay, und wie geht es jetzt weiter? Wie beendet man das Ganze? Hat nicht mal einer was geschrieben zum Auto gehen oder so? Genau, Auto ist beenden. Also das Optionale können wir nicht machen. Was ist denn das Erste? Ich finde die sitzende Menschen-Silhouette mit dem Ektoplasma-Glas. Also ich weiß nicht, wie das aussieht. Kann gerne reingehen. Das heißt, man müsste jeden Stuhl dann wahrscheinlich... Ich meine, wir sind noch im 90er-Bereich. Und es muss, glaube ich, auch nur einer machen, nehme ich mal an. Dass ihr hier bleibt und ich gehe mal rein und dann, wenn es abgehakt ist, seht ihr das hoffentlich. Frage ist nur, wo ist das Gerät überhaupt? War drin, ne? Ja, wir hatten alles, glaube ich, in den Raum geschmissen. Ja, ich guck mal. Oh mein Gott. Okay. Oh, wir können die Kamera ändern. Ja, sind da mehrere? Ja, noch keine. Nee, ah, da steht nur Change Camera Source, aber du kannst nichts. Wo ist die Kamera denn hier eigentlich aufgestellt? Bin ich doof? Ich sehe das nicht. Ich habe die auch noch nicht gefunden. Oben beim. Müsste hier irgendwo sein. Hö, was? Was? Da rannte gerade ein Mann durch den Flur. Oh Gott. Ja.
Boah, so viel Holz zum Verbrennen, ey. Es ist so teuer heutzutage. Die haben ordentlich Holz vor den Hütten. Ich sag so wirklich. Oh, ich hab's ja schon gefunden. Nee. Und wie sah's aus? Oh, geil. Hier kam ein Ton. Ist es abgehakt? Ich hab's verpasst. Wir sind super aufmerksam. Ja, es ist abgehakt. Ja, hä? Tatsache? Erzähl, wo war die? Completed. Die in dem Raum auf dem Stuhl. In dem Raum, wo wir gerade waren? Also wo auch der Geist war? Also wo der Geist ist, genau. Hä? Okay, krass. Ich weiß nicht, ob das dann immer in diesem Raum ist, aber das war jetzt Zufall, weil ich da das Ding aufgenommen habe und direkt reingeschaut habe. Okay, cool. Ja, geilo. Aber irgendwann muss doch in dem Sessel unten auch mal jemand sitzen, oder? Der ist da so auffällig. Das ist wirklich komisch. Meine technische Frage vielleicht an die das kennen. Die ganzen Geräte, wenn man rausgeht, muss man die wieder mitnehmen, oder damit man sie nicht verliert? Oder kann man sie im Haus lassen? Verliert sie dann vielleicht? Die bleiben im Inventar? Kann man im Haus lassen? Okay. Weil sonst hätte ich jetzt alle wieder erstmal zurückgebracht. Okay. Das heißt, wenn er jetzt richtig ist, dann... Ja gut, ist hier eh Standardausrüstung, fällt mir gerade ein. Außer die zusätzliche Taschenlampe. Also das ist wirklich nochmal echt eine ganz andere Liga als Phasmophobia. Ja, dann... Mehr können wir leider nicht machen. Ich würde sagen, nächste Runde machen wir jetzt nackt. Ja, und blind. Nackt und blind. Oh, blind? Wieso blind? Ah. Weiß ich nicht. Es, Oh, braucht er nur einer machen? Ich weiß es gar nicht. Ja, ich glaube, also irgendjemand von euch hat Glück. War es richtig? Ich habe $650. Ah, ja, richtig. Geil. Schießt ein solides Foto von dem Geist, ja. Okay, ja, das ist cool. Ja, wir haben Geld. Ich kann die Katze immer noch nicht kaufen, schade. Wie viel kostet die? 6.000 und, glaube ich. Also 10, also noch 9 mal, ja. Wie nennt man es denn? Gewinnen? Nee. Hier ist sogar ein Napf, den habe ich ja gar nicht gesehen. Napf auch? Also nee, also das steht hier rum, meine ich. Nicht zum Kaufen. Achso, die neuen Maps kann man sich... Oh, 9.000. Nee, das sind nicht die Maps, das sind die Immobilien hier. Okay. Unterschlupf anpassen. Achso, die sind für den Unterschlupf. Das checke ich jetzt erstmal. Eine Couch und ein Ball. Ach, das ist ja voll geil. Warte mal, man muss Level 3 und 10 sein, um überhaupt die anderen Maps spielen zu können. Ja. Dauert leider ein bisschen. Oh, das andere klingt japanisch hier. Coming soon. Ja, das wird bestimmt richtig gruselig werden. Ich hasse das Wort gruselig, so, das ist immer so boomerhaft anhört, aber alles, was so Asia ist mit so alten, traditionellen Häusern, ist immer so furchtbar. Ja, Fotoapparat 1400, ich überlege gerade, Kerze 600. Hat man die dann durchgehend, wenn man sowas mal ausgibt, oder dann wirklich nur für eine Runde? Glaub, man kann immer nur für eine Runde, beziehungsweise wenn du stirbst, verlierst du es, wenn du, so wie wir jetzt, halt den Geist herausfinden, dann müssten wir es behalten. Also ich müsste jetzt die Taschenlampe noch haben, meine. Okay, ich kaufe, wisst ihr was, ich kaufe jetzt mal eine Kerze, ja. Ich mache es einfach, ich habe es gemacht. Aber das finde ich besser, weil bei Phasmophobia hattest du irgendwann so viel Geld. Okay, alles klar. So viel. Wie fliegt man sich denn aus? Bei Customize, genau. Wie eine feine Rübertoneier, stimmt. Oh, dann schön. Müsstest du die Kerze nur zum Inventar hinzufügen, Pan. Genau, warte, mach ich sofort, ich bin doof. Ja, schon. Wow. Nee, alles gut. Oh, jetzt sind wir beide in Rot. Moment, das geht nicht. Warte, Moment. Drüber. Also, okay, sonst perfekt. Kann ich auch weiß nehmen, mir ist das egal. Was Kerze, perfekt. Pan hatte schwarz in dem Fall? Ja. Und rote Schuhe hatten also, wir das ist beide jetzt. Seide, meine Güte. Das ist ja, wirklich krass mit dem Stoff, ja. Ja. Also Schuhe kannst du auch anziehen, nicht, dass du da in Scherben trittst. Wir sind die Ghostbusters, wir young, aber nur nackt. Ach, Schuhe auch. Oh, okay, fantastisch. Moment. Ich kann auch in Socken laufen, mir ist das egal. Socken? Oh ja.
Das ist gar nicht mal. Richtig stilecht. Okay, das ist cool. Ja, geil. Ja, dann let's go. Oh, du hast Sarah hat Socken an. Weiße Socken vor allem. Die sehen bestimmt gleich immer noch so aus. Ich möchte jetzt auch Socken anziehen. Geh den Boden wischen. Mach es. Warte, mach es. Da geht nur schwarz oder noch? Nimm mal schwarze. Ja. Okay. Wir haben keine roten Socken. Das finde ich nicht in Ordnung. So, Leute, lockt euch ein. Ich finde, das Spiel ist echt gut durchdacht. Das mit dem Lobby-Passwort finde ich immer noch sehr geil. Dass man nicht so schnell levelt, ist eigentlich auch gut. Dann hast du ein bisschen länger Spaß dran. Nur für den Anfang fand ich es dann doch ein bisschen zu schwer. Aber wenn man es einmal checkt, dann geht's, ne? Aber dass da wirklich die Geister auch die Möbel teilweise durch die Gegend werfen und so, ist wirklich cool. Oh ja. So. So, jetzt nehmen wir nur noch UV-Lampe, dann wird's erotisch. Oh, wir haben eine Beatrice Hanna. Oh. Mhm. Ich merke mir das eh nicht. Ich schreibe es auf. Beatrice Hanna. So. Oh, hier ist eine rote Kerze. Mag die was Besonderes? Genau, die ist für die extra später. Die habe ich jetzt gut. Wenn wir denn eine Kerzenaufgabe bekommen, das wissen wir ja noch nicht mal leider. Ja, wir haben eine, Gott sei Dank. Wir hätten man sieht das schon. Blonde Candle, genau. Ja. Ah. Zwei Sachen, blonde Candle. Achso, Moment. Alter, boah, ich krieg hier PTSD, ich sag's dir, ne? Ich will das nie wieder machen. Ja. Sind wir auch gleich auf einer Geburtstagsparty? Boah, das war so furchtbar. So, ich hab, warte. Ich hab eine Sache. Ich kann das hier noch nehmen. Okay, Staffelei und Kerzen. Staffel. Da. So. Ich hab... Ja. Ecto und EMF. Okay. Wieso mit der Staffelei jetzt gerade rumgerannt ist, das sah ja auch geil aus. Ey, was für Freaks hier? Ihr lauft einfach nackt hier rum. Ich bin Künstlerin, ja. Ich muss meine Kreativität ausleben. Was denken denn die Leute hier? Es ist so geil, wie ihr einfach hier nackt unterwegs seid. Also wenn wir jetzt nicht direkt sterben, ja. Dann weiß ich auch nicht, ey. So. Hallo. Das ist voll serious business hier, okay? Jetzt mal ein bisschen ernst sein. Okay. Beatrice Hanna, are you there? Das krasse ist ja gerade, dass das ja von alleine angegangen ist, die Voicebox. Stand der hier. Sessel hier schon immer? Der ist so mega auffällig. Warte. Ja, der steht da immer. Echt? Standard, bleib ruhig da stehen. Okay. Ich weiß aber nicht, wann. Also, der ist toll. Ja. Do you want to play ball with me? Oh, ich finde das einfach so geil. Cool, Kinder lachen. Ja. Achso, wegen dem Ball. Ja, okay. Kann man den auch zurückschießen? Ne? Ich sehe gerade, der Stuhl ist übrigens jetzt weg. Der ist hier gar nicht normalerweise. Ach, der ist extra der Sessel? Gespawnt. Ja, also der Stuhl, wo die drauf saß. Die... Achso. Oh mein Gott, das war ja cool. Oh, Scheiße. Die ist dahinter vorgekrabbelt, ne? Ja. Zum Glück habe ich den Stream gerade noch offen. Okay, das sah cool aus. Ah, die anderen Geister waren so ein bisschen, da waren welche dabei, die sahen super billo aus, aber das sah wirklich geil aus. Hello. Hello, are you there? Victoria. Oh, der Spiegel hat hier Risse gekriegt. Okay, krass. Oh. Okay, dann. Ja. Ist das der Spiegel? Das ist der Aktivität. Bei mir, der Spiegel sieht bei mir normal aus. Ja, jetzt auch wieder bei mir. Ah. Aber es könnte also, doch... wahrscheinlich ist der Raum Beatrice, hier, was ich... Are you there? Entschuldigung. ...nicht so geil finde. Alles gut? Oh, das Buch hier ist gerade... Ja. Ich glaube hier... The Truth About Religion. Naja. Hier ist eine Tarotkarte, hier ist so eine. Das ist doch... Ach so, sehen die aus. Entschuldigung. Okay. Ja, tschüss, ich gehe. Der Spiegel wieder. Fahren, du machst das. Du machst das großartig. Ey, ich glaube, das ist der Raum, Leute. Ist jetzt gerade abgehauen? Ich glaube, das ist er. Man kann ja im Stream zusehen, also ich sehe das alles. Ja. Schön. Nimm ruhig die Tarotkarten. Ich habe eine genommen. Gibt's noch mehr? Du kannst das ganze Deck ziehen. Ist, glaube ich, ein ganzes Deck, wenn ich mich nicht irre. Okay, das ist ja krass. Ich gehe mal hier vorne mal gucken. Die echt jetzt noch nie gesehen gehabt vorher. Anger.
Sarah, kannst du mal ganz kurz hier Enger sagen? Oh, Enger. Ja, ich glaube, die will nur mit Lynn sprechen. Elflin! Entschuldigung. Oh, oh ja, hier ist. Ja, okay, wir haben ESG-Gerät. Ach, das war. Ah, der war genau. Über dem Ding hier. Aber war das auf 5? Dieses. Ach so, ESG. Diese Scheibe genau. Mit dem Geister. Sagt einfach Karussell. Okay, Karussell. Riesenrad. Ja. Elflin, wir benötigen dich hier. Es ist sehr, sehr wichtig. Mhm. Ich habe dieses Gepiep. Ach, hier ist das Gerät. Mhm. Und das müsste auf 5 sein, damit wir. Das bist du hoffentlich? Ja, okay. Ja. Enger. Oh, das ist eine Kakerlake. Hä? Oh. Ja, die habe ich aber auch. Ja. Wow. Okay. Oh mein Gott. Okay, der Raum ist definitiv der da vorne. Okay. Wir haben die einfach aus dem Bett raus. Ja, bitteschön. Ich gehe wieder. Tschüss. Hallo, ich will jetzt das Bild sehen. Welches war das? Hast du was gesehen? Nö. Beatrice, Hannah, are you there? Beatrice, are you there? Wo sind jetzt die Tarotkarten? Eine habe ich aufgesammelt. Muss das vielleicht zu Ende gehen oder so? Gefrier, okay. Okay, Gin oder Reitschuh. Ja. Ich glaube, was wollte jeweils fehlen? Ich glaube, die Staffelei muss jetzt werden. Ach ja, genau. Moment. Hier, mein. Die Tür ist von alleine zugegangen. Elflin, warst du das? Ich war es nicht diesmal tatsächlich. Die ist vor mir. Und die ist wieder aufgegangen. Oh, ich habe die Staffel super hingestellt. Moment. Der Schrank ist gerade aufgegangen. Ja, das. Hallo. Okay, can you draw something? Entschuldigung. Okay, im Schrank sind keine Fingerabdrücke. Kann nur noch EMF oder Ektoplasma sein. Ach so. Okay. Also entweder das Ding hier. Also Geisterbox. Und was war Ektoplasma jetzt wieder? Das war der Kompass. Der Kompass. Hm. Wer hat den? Der liegt unten vor dir. Ah. Okay. Wo dann waren jetzt Tarotkarten? Ich habe hier eine in der Hand. Willst du die haben? Du kannst die alle ziehen. Ach so, ich kann. Ach so. Hm. Flame of Viel Spaß. Was? Elflin? Ektoplasma. Elflin, was habe ich gemacht? Elflin? Tschüss. Zieh ruhig weiter. Ich glaube, ich bin eine Gefahr hier gerade. Ich habe die Kerze geholt, ich muss überleben. Sag mal, Elflin, was machst du hier? Ich stehe direkt neben dir. Ich weiß nicht, die hat gesagt, ich soll... Ich zieh mal noch eine Karte. Der Teufel! Ah! You! Meine Blutkotze! Alter. Okay. Seid ihr jetzt alle abgehauen? Ach nee, okay, nee. Fahr das noch bei mir. Ja. Kam das jetzt durch deine Karten oder war das jetzt random? Ich glaube. Du kannst weiterziehen, Pan. Oh cool, der Schrank geht auf. Hallo. Elflin, erstmal, du kommst mal schön hier hin, ja? Nee. Okay, dann sag mal wenigstens, wie unsere Sanity aussieht. Bist du beim Wagen? Okay, warte, ich guck mal. Das mache ich gerne. Da gucke ich gerne nach. Ja, das Ding bleibt immer bei 3 und hier sehe ich auch nichts. Das gibt's doch nicht. Oh Gott. Was hatte ich jetzt gesagt? Was kann es nur sein? EMF und Ektoplasma, ne? Genau. Ja. Aber also Ektoplasma war es, glaube ich, nicht. Also und Pan hat noch 50 und Sarah 26. Ja. Oh Gott. Aua, das war laut. Alter. Boah, ich schwitze. Ich will nicht sterben wegen der Kerze. Ich will diese extra Aufgabe machen. Ah! Okay, wir müssen kurz raus. Dann lass es, dann legst du ab. Kannst du mich eh ablegen. Der hat. Oh, das ist ungünstig. Ich gehe. Tschüss. Ich gehe auch nackt. Oh, ich weiß schon wieder nicht, wo der Ausgang ist. Ich auch nicht. Doch, der müsste. Warte, ich glaube, wir sind richtig hier. Hier vorne irgendwo? Hier? Ja. Doch. Doch, hier. Ja. Hallo Elflin. Hi. So, jetzt bist du dran. Na. Doch. Wieso kann ich das Deck jetzt. Wieso kann ich hier keine Karte mehr ziehen? Weil du draußen bist quasi. Also aus dem Haus raus. Das wollen wir mal sehen. So. Und jetzt viel Spaß hier drin. Flame of Fate. Vielleicht passiert nur was in dem Geisterraum. Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht.
Also bei Devil hätte eigentlich... Ja, ich war nur in den Geisterraum. Aha. Oh, schade. Hast du mehr Infos? Hm? Hier, bitteschön, übrigens, wer die... Ich habe die jetzt da hingelegt, ne? Wer das machen möchte, ist... Tschüss. Ich will zugucken. Aber einer muss überleben, wegen der Kerze, ne? Ach so, ja. Und wegen dem dritten Beweis. Wir brauchen meine Güte, ich muss Beweis. Also, soll ich rausgehen zur Sicherheit? Ich meine, ja. Ich habe fast keine Sanity mehr. Ich glaube nicht, dass ich da viel reiß nachher. Ja, oh. Oh. Mhm. Guck mal schnell. Hello, are you there? Wegen... Ja. Also, Ektoplasma haben wir nicht. Ich müsste alles in den Raum liegen gelassen haben. Ja, ja. Ja, ich, ich glaube, ich sollte... Oh, shit, ich so... Oh, nein, nein. Oh, ich bin tot. Nein. Ich hätte nicht reingehen sollen. Meine Sanity war ja so niedrig. Ich bin selber schuld. Alter, was für geile Effekte, ey. Ich weiß jetzt schon, dass wenn ich mit Erik das irgendwann spiele, dass der Tarotkarten ziehen wir mit der linken Maus. Das freue ich mich jetzt schon drauf. Also, ich bin mal kurz raus. Ja. Ektoplasma kann man eigentlich ausschließen, würde ich behaupten, weil ich habe jetzt echt keine gesehen, die hätte man schon längst gesehen. Ja. EMF5 habe ich jetzt nicht die ganze Zeit drauf geguckt. Also ich habe es EMF gerade eben, weil wir nur auf 3 oder so hatten, das mal mehr in den Raum gelegt und seitdem war ich halt auch nicht mehr da, deswegen. Ich weiß was, ich gehe mal kurz gucken. Dann muss ja also ich würde Gin eingeben. Kannst du sehen? Guck mal. Was, Gin? Also muss nur einer von uns überleben, ist egal, wer die Kerze geholt hat. Weiß das jemand? Das weiß ich nicht. Wo ist denn das Ding hier? Was hatten wir denn jetzt schon wieder? Free Temperature wahrscheinlich? Nee. Wir hatten Freezing und ESG. Ah, ich kann es leider beim Gerät nicht sehen. Scheiße, es ist zu dunkel. Und dann hast du noch EMF genommen? Also würde ich behaupten, weil... Ektoplasma, das, ich habe da jetzt nichts an der Wand gesehen. Nee, ich habe auch eigentlich alles abgeguckt, wenn ich ehrlich bin. Ah, das da liegt meine Leiche drauf, deswegen sehe ich das nicht. Ich liege genau darauf. Oh. Also das EMF ist an, ich höre es auch, aber da liegt genau meine Leiche drauf. Ist ja halt auch die Frage, ob du es als Tote überhaupt siehst. Warte mal, geh du mal raus, ich habe eh fast keine Sanity mehr. Dann versuche ich das gerade mal nochmal richtig, wenn ich weiß, wie ich da hinkomme. Also Staffelei habe ich tatsächlich als Tote gesehen, die ist jetzt auch leer, aber ich habe die Bemalte auch gesehen. Okay. Ja, ich könnte... Ja, das ist halt ein Risiko. Ich könnte natürlich versuchen, weiter Karten zu ziehen und... Oh, Hand. Och, Mann. Gerade... Der ist direkt vor mir gespawnt. Oh, der jagt. Renn raus. Ich renne. Ich komme nicht schneller vom Fleck. Doch, ich schaff das. Aber nicht nach draußen. Doch. Geht nicht, die Tür ist zu. Wie? Ja, Bei einer Hand ist die immer zu. Nö. Meine Hand ist... Gottes Willen. Wow. Oh, hä? Ich bin gerade voll in die Arme gerannt. Scheiße. Hat keinen Bock mehr? Die $600 sind weg. Es müsste auch wieso lebe ich noch? Der ist mir direkt ins Gesicht gelaufen gerade. Hinterfrage es nicht. Okay. Genau. Was wollte ich eigentlich? Ich wollte irgendwo da hinten hin, glaube ich. Wo war denn der Raum? Ganz hinten rechts. Ach so, das war auch Achso, ihr seid beide noch am Leben. Ja. Achso, dann bin ich. Wie grad, auch immer. Dann steht Elfen hier und ich bin gerade Sarah hinterher gerannt. Okay, das ist aber gut. Ich gehe mal kurz gucken wegen euer Sanity hier. Hier war das. Meine müsste noch bei 80 oder so sein. Warum? So, ne? Die war vorhin bei 85 noch. So, jetzt sollte man das Gerät wieder sehen können. Oh, die Vorhänge haben sich bewegt. Elfen, deine ist bei 60 und Sarahs ist bei 13. Ja, kann schon sein. So. Kriegst du das EMF-Gerät irgendwie von der Leiche? Ich hab's neben sie gelegt. Also ich hab jetzt alles sehen können. Lieb. Ja, ich bin ja jetzt nicht ruhig, ne? Ich hab mich schon ein paar Mal erschreckt. Soll ich dann mal rein versuchen, ein paar zurückzuholen? Hä? Ach, wie, zurückholen? Was? Mit den Tarotkarten. Das geht? Ach so. Bleib du mal hier, vielleicht. Ja. Also... Wenn man die Engelskarte zieht, dann kann man jemanden zurückholen wohl. Oha. Das ist aber ein Risiko, okay? Oh, da liege ich einfach tot. Da geht das Licht an, einfach die Leiche sichtbar. Am besten wiederbeleben, wenn der Geist gerade anfängt zu handeln. Das wäre super. Drei übrigens. Oh, der Geist war wieder hier. Aggressiv, oh Gott.
Das ist gar nicht gut. Ja. Void. Ich weiß nicht, ob er huntet gerade. Sarah, du kannst mir das am ehesten sagen, wenn die Tür zuknallt. Er huntet dich. Die Tür ist zu, ja. So am Rande. Du machst das. Ey, lockt ruhig ein, ne? Ist wirklich Chili Manili. Obwohl es. Aber ja. Guck mal, hier liegt meine Leiche einfach auf. Bei diesem TV-Raum eben bin ich die ganze Zeit im Kreis gelaufen. Das hat erstaunlicherweise funktioniert. Oh, okay. Sag das nicht laut, sonst patchen die das. Nee. Golotan. Nee. Oh. Ich bin so neidisch. Liebe Grüße aus dem morgendlichen Tokio. Sarah, kannst du mir sagen, wenn er aufgehört hat? Noch ist die Tür zu. Sadness. Geht die von alleine auf oder kann ich wieder? Die wieder öffnen? Nee. Ich stand bei meiner Leiche, handelt. Achso, dann sollte ich da vorstellen und gucken, ob ich sie aufkriege, ja? Er geht gerade Norden Richtung Ausgang. Er geht gerade nicht. Weiter Richtung Norden. Solange er nicht in den Keller geht, ist alles gut. Okay, er ist an der Treppe jetzt vorbei. Moment. Am Keller vorbei. Haut hier alles um wie so ein Idiot. Rennt jetzt wieder, ist es wieder umgedreht. Rennt wieder an den Keller vorbei. Jetzt die Tür geht auf. Ja, ist weg. Okay. Ich lasse jetzt meine Lampe aus. Sicher ist sicher. Uiuiui. Also langsam kennt man sich ein bisschen auch schon im Haus aus. Das finde ich gut. Ich liege hier immer noch. Aber ich sehe freudig aus. So, das Leben ist schön. Mein Herz ist viel zu lang. 4 Punkte EMF. Aber keine 5. Komm schon, geht mir den Engel. Mond. Was heißt Mond? Ich weiß es nicht. Ja, das ist das Ding, was bei der Erde zu die Tür zu der Huntet. Was? Tot, ich hab den Tod gezogen. Du bist tot. Er rennt wieder. Lauf. Er rennt weiter in deine Richtung. Aber ist großen Vorsprung. Ja, er rennt weiter. Jetzt geht er gleich an der Treppe hoffentlich vorbei und nicht in den Keller. Klingt hier wie so. Nein, er geht in den Keller! Er geht in den Keller! Tor! Gar nicht gut. Sarah, siehst du was oben an der Tür? Ist die noch zu? Die kann man jetzt wieder öffnen. Okay, dann, weil hier sehe ich den auch nicht mehr. Ist der despawned? Okay. Ja. Alter. Wie ist. Oh, warte mal. Soll ich mal gucken, wie die Sanity von Elfin ist? Ja. Könnte ich auch machen, theoretisch. Ah ja, das wär super. Die ist bestimmt super. Das ist ganz schön schwer. Ich will doch nur den Engel haben. Ja, aber das ist es auch nicht wert, weißt du? Es geht doch nur um eine Kerze. Doch. Wir sind dann alle bei 0%. Ja, Elfin, komm, geh raus. 5% schwankt ein bisschen. Geh raus, Elfin! Oh, sie tut versucht es nochmal. Noch. Ich bin tot. Scheiße! Oh. Ich weiß gar nicht mal, was das für eine Karte war. Irgendwas mit Pi. Ja, dann logge ich jetzt ein und dann haben wir alles richtig gemacht, richtig? Okay, was für einen Geist hast du? Ich würde jetzt einfach EMF nehmen. Also ja, okay. Ist hier, dann. Hier 4 immer noch? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob dieses Ektoplasma noch woanders sein kann. Ja, das weiß ich auch nicht. Ich habe nur den Raum, ehrlich gesagt, abgesucht. Ich weiß halt auch nicht, ob der auf 5 geht, wenn wir den Namen zum Beispiel triggern oder so. Ob der dann erst auf 5 rauf geht. Das kann ich nicht sagen. Also was soll ich nehmen? Ja, also wir haben auf jeden Fall Leinwand. Ist nichts. Gar nichts. Ja, nee, es wäre jetzt echt nur noch Ektoplasma gewesen oder EMF 5. Boah, hier ist voll die Party in dem Raum einfach. Und Mia, das ging jetzt so schnell, weil ich jetzt genau die Karte gezogen habe für Instant Tod. So, die Karte hat dich getötet. Ich weiß nicht, wie sie heißt. Ich will sagen, was ich auswähle. Ich weiß es nicht. Ich kann ja jetzt nichts mehr auswählen. Ich hätte jetzt EMF gesagt, aber es kann auch falsch sein. Also, Mina und ich hatten auch zweimal die Situation, wo wir raten mussten und haben falsch gelegen. Nee, ich nehme auch immer das Falsche. Ich finde es so krass, weil bei dem Spiel habe ich wieder genau die gleichen Fühls wie damals bei Phasmophobia, wo man noch so richtig Respekt vor allen hat und so richtig in die Häuser und sich eingekackt hat. Ja, schön.
Und ihr habt noch nicht alles gesehen. Okay. Okay, ich habe den Gin jetzt genommen und jetzt muss ich zum Auto, richtig? Ja, ja. Also der ärgert uns hier auch extrem, gerade jetzt ist es wieder dunkel. Ärgern wir zurück. Oh. Und? Was war's? Das ist der richtige? Verkackt. Nein. Scheiße! Nee, Gin, bist du richtig? Oh. Ja. Meine Gerze ist leider weg. Ja, eine Badewanne hatten wir gerade schon gemacht, also zweimal. Beginnen! Ich würde auch gerne andere Maps sehen. Wäre schon nice. Ja, bis Level 3 dauert es schon. Ich glaube, wir sind alle noch Level 1, oder? Bei mir tut sich auch bei den XP gerade nichts. Also ich glaube, ich habe eben gesehen, ich habe 45 von 100. Okay, jetzt machen wir aber mal hier richtig. Denn der Geist ist der Glücksgeist. Das ist der Khalid Branch. Der Glücksgeist? Branch. Ja, der wird uns auf jeden Fall viel Kohle einbringen. Ach so. Sagt euch. Denn wir müssen ein Foto schießen vom Geist. Finde die sitzende Menschensilhouette mit dem Ektoplasmaglas und sorge dafür, dass der Geist die Kerze auspustet, aber die haben wir ja leider nicht. Aber Foto, die Kamera kann also eingesetzt werden. Dann mache ich mal. Das können wir aber erst hinterher machen. Erst wenn das freigeschaltet ist. Packe ich die Kamera gleich in den Eingang. Oh. Let's do it. Oh, ich liebe Geldgeister. Ja. Ich komme nicht darauf klar, wie schön die Unterwäsche wirklich aussieht. Weiß ich nicht. Okay. Das hier ist, glaube ich, auch eine ganz andere Engine als die von Phasmo. Ja, die hier wirkt auf jeden Fall stabiler. Ja. Was weiß ich. Mal kurz das Wohnzimmer. Are you here? Okay, ich höre was, aber ich sehe nichts. Das ist das normale Event, ja. Ach so. Ah, also kommt der Typ hier gleich wieder? Das weiß ich gar nicht. Sag mal, das ist das, wo die Puppe steht, ne, der Raum. Ja, habe ich mich auch schon gefragt, aber das Kleid fehlt da einfach. Mhm, was ist das jetzt? Hä? Ich habe das Gefühl, ich habe was verpasst. Ich glaube, ich auch. Nicht wundern, wenn ich überall Lichter an- und ausmache, weil ich habe keine Taschenlampe. Oh! Alles gut. Ich habe zur Not noch UV. Habt ihr die Kellertür geöffnet? Okay. Ich war das. Okay, ich gehe trotzdem mal runter. Das ist einfach nur, damit ich überhaupt was sehe. Are you here? Khalid? Hello, Khalid? Branch? Khalid Branch? Habt ihr das gehört? Nee, was war? Nee. Dann war im Keller. Ich habe ein Geräusch gehört. Okay, ich komme jetzt sofort runter. Khalid Branch? Give me a sign. Sprecht ihr das mal bitte aus, Zeichen auf Englisch. Ich muss das mal hören. Sign. 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 Wie sag ich mal Sign? Das ist wie Sein, nur mit Z. Sign. Are you here? Ich hab die Voodoo-Puppe gefunden. Ja. Voodoo-Puppe? Hat jemand bei euch geredet? Ja, ich hab grad gehört. Achso. Entschuldigung. Oh, ich hab den Raum gefunden. Yay. Oh, das ist wieder der Ankleideraum. Hinten das Schlafzimmer. Ah, okay. mit dem Kleid. Ah! Ja. Mach das Licht mal aus. Wow! Was war? Weiß ich nicht. Es war auf einmal so laut und... Ah, ich glaube, du hattest diese Hallos oder was das da ist, wenn alles so leicht verschwommen ist und... Ja, ich habe auch einen hier genau verstanden. Das. Ja, wer hatte die Sprachbox? Gesagt, war... Ich hier. Okay, aber dein Geist hat sich nicht... Nee, also da... okay. War ruhig. Sarah Socken sind wirklich weiße. Oh! Okay. Das. 3. Alter! Das war laut. So. Are you here? Eigentlich dumm die Frage, aber. Ja. Stille. Ich will wieder die Karten finden oder sowas.
Wie? Was ist denn für ein Bob? Alter, voll der Bob ist! Was ist das denn? Das? Voll der dicke Hintern! Was war das? Ich wusste, ich hatte gar nicht so viel Platz, um auszuweichen! Holy shit, okay. Victoria. Genau. Wie hieß denn der Geist? Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Ich auch. Khalid Branch. Oh, ich musste gar nichts sagen hier. Okay. Oh Gott. Khalid Branch. Hey. Dream. Zwei Hörer weiterhin? Also ich glaube, der reagiert nicht auf dieses... Oh, hallo. Nehmen wir das Ding hier. Was hatte ich denn noch? Ja, genau. Ja, ich glaube Ektoplasma... Ja, das hat... Doch, irgendwo müsste Ektoplasma sein. Deswegen hatte ich das gefunden, den Raum. Ach so. Wie genau muss man denn da gucken? Das ist immer mies. Nee, weiter weg eher sogar. Dann hast du mehr Wand in der... Oh, ja. Aber auch nur im bestimmten Weckel. Okay, stimmt. Ja, okay. Sorry. Mhm. Ah, ja, hier? Trage ich das schon mal ein? Gut, irgendwie. Nee, irgendwie kommt da gar keine Reaktion. Khalid Branch, are you here? Khalid. Muss vielleicht jemand anderes. Waren die Kerzen hier gerade eben schon an? Weiß nicht, da hinten sind auch welche an. Ja. Waren die vorhin auch an? Talk to me. Say something. Are you here? Ja, und du bist sicher, dass dieser Raum hier war und nicht irgendwie der Flur davor oder irgendwas anderes? Also, Ektoplasma ist hier. Die Events sind natürlich auch jetzt hier. Draw us a picture. Oder draw me a picture. EMF ist auch hier. Also nicht 5, aber zumindest reagiert er hier. Aber das ist jetzt auch nur, seit du das in der Hand hast, oder? Das lag die ganze Zeit hier und war totenstill. Okay, das kann sein. Ich weiß gar nicht, ob das auch auf 5 gehen kann, wenn es rumliegt. Das, ja. Ich meine, ich hatte ja vorhin, also EMF war ja richtig, tatsächlich. Obwohl wir es nie auf 5 gesehen hatten. Ist es bei Phasmophobia so, oder haben wir das irgendwo gelesen, mit dem, dass es auf 5 sein kann? Ich bin mir gerade selber nicht mehr so sicher. Draw a picture. Oh, Frier. Oh ja, ich sehe es. Gefrier. Okay, dann fehlt uns noch eine Sache, richtig? So, mal kurz rausgehen in der Staffelei. Alter! EMF kann das bei so ein nicht sein. Wow, es war ja ordentlich jetzt. Guten Morgen an alle, die aufgewacht sind. Leg ich EMF mal hier draußen hin, das kann es nämlich nicht mehr sein. Ah, okay. Wurde jetzt was gemalt? Nee, noch nicht. Vielleicht sagt ihr nochmal? Bei mir hört er, ich glaube, ich wisse zu sehr. Was hatten wir denn jetzt? Wir hatten Freezing und Ektoplasma. Ekto, genau. Okay, oh, der fette! Ich habe ein Foto gemacht, gemacht. Nee, oh, oh ne, ich bin ja gestorben. Ja. Aber warum? Okay. Oh Mann, ich will Geld! Tut mir leid! Aber. Ich hab dich getötet, Mann! Echt? Hä? Ich hab ein Foto gemacht und dann fing die Hand an. Oh, Scheiße! Wow! Alles in Ordnung. Alles okay. Tut mir leid. Aber ich hatte auch die Voodoo-Puppe in der Hand. Es kann sein, dass sie mich wirklich selber dazu was gemacht hat. Eigentlich war das jetzt doppelt doof, weil wir die Aufgabe ja noch gar nicht freigeschaltet haben. Zählt das trotzdem? Ich gucke. Boah, hier gehen auch die Vorhänge auf und zu in dem Zimmer. Das ist so geil. Nee, Aufgaben sind noch keine erledigt. Aber ich habe die Kamera noch. Ich weiß nicht, ob man noch Fotos machen kann. Das heißt, man könnte es noch machen, wahrscheinlich. Ich lege sie mal hier hin. Aber wann sind die denn freigeschaltet eigentlich? Wenn wir einen Geist eingetragen haben. Ach so, okay. Ja, aber ich hatte noch 4 Optionen übrig. Also.
Ich muss sagen, die Vorhänge, die hier auf und zu gehen, die gehen nicht so billig auf und zu. Ich finde gerade die Animation richtig nice davon. Dann kann ich ja jetzt Pans Taschenlampe nehmen, ne? Jo, hau rein. Ja, Voodoo-Puppe müsste man. Weiß jemand im Chat, was die Voodoo-Puppe macht? Könnt ihr uns da einmal kurz aufklären? Also auf jeden Fall Hand starten. Aber ich lege die Fotokamera mal hier vorne hin, Sarah. Mhm. Dann brauchen wir nicht so weit laufen. Oder ja. Du, falls ich sterbe. Ja. Mhm. Also hier geht's richtig hart ab in den Raum, ne? Welche, also wie kriege ich denn raus, welche Optionen jetzt noch übrig sind? Weil es nur vier Geister sind, aber nicht, was ich noch finden müsste dafür. Also wenn du die zwei... Wenn du die zwei, Die Voodoo-Puppe hinter dir! Oh mein Gott! Was war das? Was war das denn? Oh, ja. Hier war alles voller Knochen, der komplette Gang hier. Was? Ratten? Und jetzt, was war das? Ratten! Aber die waren riesig! Warum? So. Wo ist deine Taschenlampe, Pan? Weiß ich, ich hab schon wieder. Wo ist meine Leiche? Scheiße, ich hab die Voodoo-Puppe jetzt. Ich hab einen Screenshot, wie die Voodoo-Puppe eben lag. Ah, ganz ich hab's. So. Na. Ja, er muss ja hier irgendwo sein, ne? Hast du? Ach, die ist okay. Meine Voodoo-Puppe wurde mir aus der Hand genommen, scheinbar. Warte, auch gut. Hört ihr das? I will find you, oder was kam gerade? Alter, der Raum ist so hart cursed, ne? Warum bin ich wieder tot, Mann? Könnt ihr, mit der, warte mal, ohne Garantie heißt es, sie zeigt den Ort, wo der Geist sein soll. Wenn man das Herz trifft, soll wohl ungeil sein. Oh, das habe ich als allererstes getroffen vorhin. Ja. Ah, mit der Puppe interagieren, packt die Nadel ein, mal Nagel rein, Nadel ins Herz, sofort Hunter. Wenn nicht, Herz, Geist macht irgendwas. Okay. Ah, das erklärt einiges. Ja, aber irgendwie... Danke. Oh, wir haben nicht mehr viel Zeit übrig, hieß es gerade. Okay, ich gehe mal kurz da draußen gucken. Also, da ist wieder... Warum sollte man die benutzen? Frage ich mich gerade auch. Hat wahrscheinlich trotzdem irgendeinen Sinn. Hm. Vielleicht will man... Ja, guck mal, wenn du jetzt ein Foto vom Geist machst, musst du den ja auch irgendwie triggern, dass er kommt. Da genau. Wird's schon, ja. Um die Frage zu beantworten, wie man herausfindet, was noch übrig bleibt bei den Beweisen, wenn man, ich sag mal, jetzt zwei hat, dann kann man die anderen Beweise durchgehen und anklicken. Wenn dann alle Geister verschwinden, die Auswahl... Du hast noch 1%. Ja, reicht ja, oder? Lynn hat 45, aber oh, das ging gerade von 49. Da, jetzt weißt du, was mit dem Stuhl gemacht ist. Ich wusste doch, der war so auffällig, der Sessel. Aber warte, jetzt 47, 48? Jetzt wieder 46. Okay, bei dir schwankt das ein bisschen. Ich glaube. 42. Willst du lieber rausgehen, Sarah? Ja, ich. Dann lebt wenigstens noch einer. Ja, Sarah ist einfach mal null. Oh, Hand, wir können gar nicht der Hand. Ja, ist mir auch gerade aufgefallen. Ja, dann drehe ich hier wieder meine Runde. Hattet ihr gerade? Mhm. Oh Gott, das ist ja ein riesiger Fettklops. Oh mein Gott, geh weg. Das ist der Fette, der Hunted. Geh weg. Das ist der Fette, der Hunted einfach. Entschuldigung, aber... Das ist nicht Jessica Hunt. Sehr schön. Ist er immer noch am... Immens oder kann große, ich raus? Nee, ich gehe in die falsche Richtung. Wo war der Ausgang schon wieder? In der Küche. Bist hier links. Bei der Küche geradeaus. Die Tür ist zu noch. Oh Mann. Ist der immer noch unterwegs? Ich sehe ihn gerade hier nicht um dich rum. Elfin, wo bist du? Ella. Lass mich raus. Oh, oh. Oh cool, er ist wieder unterwegs. Er kommt, ja. Oh! La, 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 la. Oh, la, mein la, chubby la, boy. La. Oh, schön. La, 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 la. Ich drehe meine Kreise. Mach das. Das ist wahrscheinlich, weil Sarah jetzt auf Null ist, deswegen kommt er jetzt permanent nach Hand. Ah, schieb's auf mich, kein Problem. Ich achte auch drauf, dass die Tür nicht mal bald aufgeht. Ja, mach doch mal die Dreckstür hier wieder auf. Und ah, sie geht auf, tschüss. Ich bin weg. Ich geh mal zu Elfin, du bist im Keller unten, ne? Ja, ich komme aber gerade wieder hoch. Ansonsten ratet lieber wegen den Geist, damit ihr trotzdem Geld kriegt. Ja, ist ja immer schwierig, weil da noch zu viele offen sind.
Haben die denn noch besondere Eigenschaften, dass man das da vielleicht so ein bisschen... Weil der hat ja geredet, das hat er ja gemacht. Ich weiß immer noch nicht, ob das die... Ne, Geisterbox ist es nicht. Komm auch mal ganz kurz. Oh, Tür ist zu. Ach. Elfin dreht es gerade. Achso, ich kann ja gucken gehen für dich, stimmt. Ja, ich stehe bei der Tür, ich sehe das dann auch. Ja, das ist eigentlich echt, also das hat mir jetzt, glaube ich, bestimmt schon 2-3 Mal das Leben gerettet, weil ich einfach im Kreis gerannt bin. Ja, ich meine, klar, ich glaube, wenn ich das mit Match spiele, würde ich das auch mit diesen In-Game-Voice machen, ne, weil man sich dann, weil das noch ein bisschen krasser ist mit, ich weiß aber nicht, ob es hier Funkgeräte und sowas alles gibt. Aber jetzt so hier gerade finde ich das viel, viel angenehmer, das mit Discord zu machen. Tschüss auf! Ja, tschüss auf. Elflin, liebst du noch? Mhm. Okay. Ja. Hallo. Elflin. Hi. Ja, wir haben noch 4 Geister über. Ich glaube, ich hole gleich von meinem Geld mal Beruhigungs... Falls ihr noch Geld habt, Beruhigungspillen. Also die Geister haben Eigenschaften. Aber ich kenne sie jetzt nicht alle. Ich rate jetzt einfach mal. Was klingt denn nett? Ein Dämon? Das ist ein Dämon. Der hat, ist so fett gewesen, hat Hörner. Ich nehme den Dämon. So. Scheiß drauf. Schwächen. Okay, Dämon ist aber Schwächen. Solange du ihn nicht wütend machst, wird ein Dämon dich für gewöhnlich nicht jagen. Stärken, wenn er beschließt, jemanden zu töten, wird es sehr schwer sein, ihn aufzuhalten. Was ist der andere? Es sind noch 3 andere. Ja. Meiling oder so. Meiling, ja. Raichu, Demon und Agash. Falls kein Feuer in der Nähe ist, wird es aggressiv sein. Ist Meiling Schwächen, es wird zuerst jedes Feuer in seiner Nähe löschen, bevor es zur Jagd übergeht. Das hatten wir ja nicht, ne? Die Kerzen waren noch an. Dann ist es nicht Meiling. Wahrscheinlich. Und es gab ja auch keine Geisterbox-Antwort. Wer ist noch da? Raichu. Stärken, einsame Ziele. Genau, einsame Ziele sind sehr gute Beute für sie. Schwächen, in Gruppen zu gehen, wird den Raichu passiver machen. Nee, das kann ich nicht bestätigen. Dann muss er der Dämon sein, ne? Ja, sag ich ja. Wobei, Agash kann es auch sein, ne? Wer? Dieser Agash, Agash. Achso, habt ihr den auch noch? Ja, weil der liebt Gefriertemperaturen. Nee, ich hab jetzt den Dämon genommen, der ist es jetzt. Ich kann auch den Elgisch nehmen, dann haben wir 50-50, wenn die anderen das nicht sagen. Seine Bewegung kann sich in einer wärmenden Umgebung verlangsamen. In kalten Umgebung bewegt er sich schneller. Also mit dem Verlangsamen, der war schon langsam. Was jetzt nicht daran der Geisterart lag, sondern dass er sehr chubby war. Fahren, kannst du mal gucken, steht das Gemälde, also die Staffelei? Ich guck. Also ich habe sie aufgestellt, ja, aber da war zuletzt noch nicht Alter, drauf. Alter, wieso habe ich einen Jumpscare als Geist? Du sollst ja auch noch was vom Spiel haben. Ja, eben. Das ist aber scheiße. So, die Staffelei. Nichts drauf, warte mal. Nee, ja. nichts drauf gemalt. Nee. Es ist der Dämon, ganz bestimmt. Ich komme auch raus. Ich würde den Agash machen, ich weiß es nicht. Ja, aber ist doch gut mit der, wie du sagst, mit der 50-50 Chance. Okay. Dann würde ich sagen. Let's go. Ich stehe quasi vom Auto, soll ich fahren? Ist dann für alle Ach fertig? Achso, weiß ich gar nicht, kann sein. Warum bin ich schon wieder abgekackt? Soll ich? Alle eingeloggt? Ich habe eingeloggt, ja. Fahren kann fahren ich. Auch? Nee, ich kann nicht. Fahren kann ich, sie ist tot. Achso. Ich bin dauernd tot. Das ist anders wie bei Phasmo. Ja. Und? Ach Mann. Oh nee. Hä, was? Oh, warte, das hatten wir beide aber nicht. Moment mal. Ich lese nochmal den Raichu. In Gruppen zu gehen, wird den Raichu passiver machen. Einsame Ziele aber sind wir standen Beute. Doch. Wir standen doch dritt in dem Raum und da ja. ging es doch mega ab, oder nicht? Extrem. Das sind aber nur die normalen Events gewesen. Das sind nicht die Hans gewesen. Wo wir da zusammen waren. Erst als wir alleine waren, haben die losgehandelt. Alter, das macht mich nur, das motiviert mich nur noch mehr, ne? Ja. So, ich nehme jetzt so Pillen, kaufe ich jetzt. Beruhigungspillen kosten. Oh, wow, sind die teuer. Gut.
Ich würde mal ganz fix 10 Sekunden verschwinden. Ja, mach das. Ich glaube, ich mache auch eine kurze Pause, denn ich muss pinkeln. Gute Idee, dann machen wir es alle jetzt. Machen wir alle kurz Pause. Okay, bis gleich. Das lasse ich an. Bis gleich. So. Ihr Lieben, ich bin gleich wieder da. Ich mache kurz ein bisschen Musik an. So, bis gleich. Oh. Moment. Hennlorenkugel. Oh. Ich habe gerade schon voll die fette Werbung beim Erik gesagt. Habe gesagt, das müssen wir unbedingt spielen. Das ist wirklich voll geil. Ich habe hier Zuckerwattetrauben, die natürlich voller Zucker sind, aber sehr, sehr geil schmecken. Entschuldigung, dass ich hier gerade so knispere. Sorry. So. Hoppala. Ah, schön. Die Bierchen. Muss ins Spiel. Oh. Oh, ich habe euch gar nicht gehört. Ich war auch still. Ich dachte, du wolltest erstmal wieder. Achso, ich habe jetzt erst, als ich reingeklickt habe, habe ich die. Oh, du bist am Disk. Okay. Habt ihr gesagt, er soll die Runde zugucken? Oder der ist gerade. Aber ganz genau. Wenn ich mit dem Stream fertig bin, wohne ich hier alleine. Ich glaube, der zieht gleich da unten aus, so wie der am Packen ist. Ich glaube, der macht gerade alles ready und haut dann einfach ab, ey. Tschüss. Oh. Hallo. Hallöchen. Warte mal, was haben wir? Level. Ich will nur gucken, was Level 3 gerade ist. Okay, das ist so ein altes Herrenhaus, glaube ich. Was soll Level 10 sein? Das sieht ein bisschen aus. Ach, Hospital. Oh yeah. Oh, ja, Gott. Da freue ich mich voll drauf. Okay. Das fixt mich so an. Wenn ihr übrigens schlafen gehen wollt, sagt ihr beiden Bescheid, ne? Mhm. Oh, ich bin im Urlaubsmodus. Mir geht's gut. Gönnung. Heute geht's zum Glück mit der Erkältung. Gestern konnte ich niemals mehr reden, ne? Ach du Scheiße, ey. Eine gute Besserung. Danke. Ich hoffe, dass es schnell vorbei ist. Es ist halt kacke, wenn man bei so milden Temperaturen erkältet ist. Mich hat das immer so abgefuckt. Ja. Aber ich wäre ready. Warte mal, eine Taschenlampe kann ich mir auch nicht leisten, ne? Also ich kann auch ohne Taschenlampe, so ist es nicht. Können wir uns erstmal Geld sparen. Ich kann ja auch was kaufen. Oder die Person ohne Taschenlampe nimmt dieses UV. Ja, ich glaube, ich mache das Licht. Diesmal. Lass mich das diesmal machen, dann könnt ihr beide die Taschenlampe nehmen. Ich bin eh sofort tot. Nein. Nein. Ich bin jetzt mega motiviert, wir ziehen das richtig hart durch. Wir sind Profis. Die Geister werden gleich gucken. Da steht schon wieder ein nackter Mann. Oh Gott, ich muss mal weggucken. Oh, schön. Okay. Philipp okay. Cox. Oh. Was? ja, ich hab's auch gerade gemerkt. Schnell das auf. Das passt ja wunderbar jetzt. Da steht nackter Mann Philipp Cox. So. Okay. Ja, also okay. Bitte. Hat jetzt keiner mitbekommen? Mir halb am Sterben. Oh, schön. Okay, also. Bin ich schon im Haus? Nee, ich spiele davor. Ach so. Also, ich habe dieses auf dem Boden liegt Ding und Ektoplasma-Dings da. Was hab ich hier? Ach, ich hab dieses. Und ich esse nebenher. Sorry. Wie auch immer das hieß. Ihr habt ja richtig Bauchmuskeln, meine Güte. Ja, ich esse auch gerade nebenbei. Was isst du denn Schönes? Moment. Oh. Was isst du, Elflin? Also, ich am Kauen. Für mich ist automatisch, wenn deine Figur losläuft, kannst du gar nicht essen. Entschuldigung. Ich habe Wheat Shepherd gefunden. Hier ist Wheat Shepherd. Hier. Was? Hier das gibt's ja auch? Ja, da. Wie machen wir das? Wer macht das? Ich weiß nicht, wie es geht. Mina hatte das gemacht. Oh, ich glaube, da kann man direkt fragen, wo der ist. Soll ich mal? Warte. Weiß aber jetzt nicht, wie das angeht. Einfach reden, vielleicht? Oder mit E? Mit V dann, ne? Also, Where are you? Oh mein Gott. Hi. Hall? Vielleicht Hallway? Ach, das ist ein L.
2L, ja, Hallway. Hallway. Das heißt, er ist irgendwo im Flur. Nee, falsche Richtung. Ja, warte, wir sind mal höflich, der macht ja, der gibt sich ja gerade Mühe, hat er? Goodbye. Ja. Ja, are you here? Lou ist natürlich immer toll. Ich mach. Ah, Keller ist schon auf. Hat jemand von euch Keller aufgemacht? Nein. Okay. Ist der im Keller im Hallway dann? Aber wo soll im Keller ein Hallway sein? Oh! Auf der Sessel wieder, ne? Ja. Ja. Ja, es könnte hier ja sein, ne? Also, keine Ahnung. Are you here? Ich muss einfach mal ganz kurz Licht an. Oh. Einfach nur, damit ich mal ganz kurz hier gucken kann. Ja, aber Hallway ist halt, das kann ja überall sein eigentlich. Also Hallway hatten wir auch schon tatsächlich. Also nicht wir, Mina. Also ja, aber wo soll, also wie definiert sich das? Ist die Mina eigentlich auch da gerade? Ich glaube nicht. Ich habe gerade die anderen Mods gebracht. Entschuldigung. Alles gut. Oh, ich sehe es gerade. Es war noch wieder im Schlafzimmer gerade. Hier. Okay, dann in dem Fall nicht. Dann machen wir mal kurz. Hier. Victoria. Talk to me. Überall, ja. Das hier. Okay, also rechts und links von mir passieren Dinge, aber... Hier ist eine Urne, glaube ich. Nee. Ist das eine Urne? Glasblut? Nee, das sieht aus wie ein Einmachglas, oder? Oh. Ich habe wieder diese verschwommene Ansicht. Oh. Da. Ich komme. Magna. Was ist hier los? Was war das? Was war hier drin? Oh, die Basis umgefallen. 5 EMF. War das, ich glaube, der ist hier drin. Oder? Ist war fünf? Das 5? Ah, nee, warte. Bei mir... Oh, scheiße, ja. Hallo. Warte, ich hatte 5 gesehen, sorry. Nee, also alles gut. Ich habe ehrlich gesagt nicht drauf geachtet, tatsächlich. Diese Basis eben vor uns gegangen. Aber ich weiß es nicht. Wenn, werden wir es gleich nochmal sehen, sobald er aktiv wird. Ja, ich muss... Are you here? Ich muss das inaktiv. Oh, ECMO. Ektoplasma haben wir. Kann ich ja schon mal auf dem Bild lassen. Aber also warum dann Hallway? Also irgendwie will er nicht mit mir reden. Was? Heute ist unser letzter Tag, okay. Also hier im Flur geht das EMF auch komischerweise. 4 gerade. Dann hast du hier auch Ektoflecken. Also ich hatte gerade hier in dem Raum welche, wo wir waren. Ich guck mal eben. Oh, ich habe das Gerät fallen lassen. Sorry, ist hier alles so dunkel. Alles gut. Weil die Oma hier oben. Oh, jetzt redet er mit mir. Ich hatte das Symbol. Die Tür hat zu. Geisterbox-Antwort. Perfekt. Okay. Mach mal. Genau, also hier in diesem Raum sind welche. Im hinteren Flur habe ich schon gemacht, da waren keine. Also ich glaube tatsächlich... Ich glaube aber tatsächlich, der ist im Raum hier, oder? Ja. Warum sagt das Reacher-Wort dann Hallway? Ich sag ja, vielleicht wandert der Geist ja auch. Mhm. Also, bisschen. Hatte ich. Achso. Do you want to play ball with me? Entschuldigung. Ist das einfach so cool? Ist das einfach so cool? Wo kam der jetzt her? Hier von dem Stuhl. Okay, genau. Hier ist es überall. Das heißt, ich kann das schon mal da lassen. Dann lassen wir das andere auch mal hier. Draw something. Okay, was Paint a picture. Also wir hatten Ektoplasma. Wie hieß das Ding, was ich jetzt hatte? Ghost? Nee, ESG? Spirit Box. Ah, Spirit Box. Laut. Wow. Huh? Okay. Show me.
Ich wünschte echt, das wird mal funktionieren. EMF und Fingerprints können es nicht sein. Ich guck grad dieses schon Buch hier ist gerade gewandert. Oh. Also du brauchst nicht mehr nach Fingerabdrücken gucken, du kannst aber die Lampe natürlich trotzdem wegen Licht behalten. Warte, jetzt haben wir hier zwei. Weißt du mal, Philip Cox? Oh. Sag mal, kann er mal die Tür auflassen? Philip, you have a small penis. Okay. Vielleicht kurz rausgehen wegen der Leinwand, das wäre noch eine Option. Gott, ich muss den Stream leiser machen, kann meine Stimme nicht ab. Hä? Du hast voll die schöne Stimme. Also, ich kann meine aber auch nicht ab. Also, Ektoplasmaflecken und Geisterbox-Antwort habe ich. Jetzt will ich gerade überlegen. Was für Gefriertemperaturen kommt irgendwie immer nach einer Weile, ne? Hm. Ich glaube, das war eh keine Option, wenn ich mich durchklicke. Da war noch die. Echt? Ja. Also, bei mir, meine ich, wären. Warte. Ja, My Ling wäre dann. Bei Freezing. Ah, okay. EMF und Fingerabdrücke habe ich bei mir jetzt rausgestrichen. Achso, du streichst die auch raus direkt? Das ist gut. Wie geht's hier mal doch bei mal? Bei EMF bin ich aber immer noch nicht. Ich dachte, ich hätte eine 5 gesehen, aber ich bin mir auch nicht so hundertprozentig sicher. Ich war auch nicht. Dieses Buch war doch vorhin auch noch nicht halb aus dem Regal raus. Aber EMF geht ja jetzt gar nicht mit den zwei anderen Sachen. Ich gehe mal ganz kurz Dingens holen. Das Reacher-Brett, dann können wir ja nochmal fragen. Ja. Muss nur aufpassen. Bei Mina ist das Reacher-Brett tatsächlich zerbrochen und dann ging eine Hand los. Oh nee. Ich gehe mal zur Tür ganz unauffällig. Ich renn auch mal hin. Ein bisschen frische Luft schnappen. Ist auch fucking dunkel ohne Dingens. Ey. Wow. Soll ich dir den Weg leuchten? Ja, das Reacher-Brett ist in der Küche, ne? Ach, da ist die Küche. Ach so. Upsi. Hilf an. Ich esse. Ach, ich habe immer noch nicht gesagt, was ich esse, ne? Kommst du bitte Philadelphia Crunchies. Kommst du bitte hier vorne hin? Ich muss hier essen. Ich kann nicht. Genau hier hin. Mhm. B. E. Oh. D. Der ist im Schlafzimmer. Bedroom. Ja. Ich muss kurz hier warten. Oh. Denk dran, goodbye zu sagen. Goodbye. Na gut. Weg damit. Also wandert der? Der müsste auf jeden Fall wandern. Hallway, dann Dingens, das Bedroom. Der bleibt vielleicht immer in der gleichen Ecke. Das wird ja passen mit diesem Kleiderzimmer und dem anderen und dem Flur. Türen macht er immer zu. Nee, die habe ich jetzt hier eben zugemacht, weil ich wissen wollte, ob er painted. Ja. Aber das Licht vorhin war noch an. Hat er gepaintet? Nein. Alter! Was ist denn jetzt los? Der kam nackt aus dem Bild gesprungen. Ich finde das nur fair. Wir sind auch in Unterwäsche. Ja, echt. Oh, das hatte ich auch noch nicht. Nein. Oh, wie geil einfach. Sorry. Bei mir, es passiert halt immer irgendwas anderes, oder? Es ist wirklich krass. Also so gut gemacht. Was? Gefrier? Hab ich gerade. Ich hab's mir eingebildet. Vielleicht durch die Lampen. Also gemalt hat er jetzt auch durchgehend nix, während wir weg waren. Ich geh nochmal hier rein. Paint something. Draw a picture. Ciao. Hand. Oh. Bitte nicht. Oh Mann, oh. Hat er dich erwischt? Ja, aber ich hab lieber was gemacht. Ich hab doch gar nichts gemacht. Das waren die anderen, Mann. Ja, wie? Ich hab gar nichts gemacht. Ich existiere nur. Oh Mann. Es tut mir so leid. Könnt ihr dem Witcher-Bot sagen, dass sie mich wieder überleben soll? Oh, Hand. Ja, okay. Ich laufe noch mal eine Runde. Der sieht aus wie aus Labyrinth. Aus Giuliano Toro Doom. Da, oh, der sieht genauso aus wie der Typ mit den Augenhänden. Cool. Ja, wunderbar. Mhm. Krass. Ich laufe hier einfach sinnlos im Kreis rum. Mhm. Ja, ist es im Badezimmer gleich? Wohnzimmer? Oh.
La, 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 la. Okay. Oh, hallo. Mhm. Er hantet mich. Aber ja. Du kriegst mich nicht. Ich laufe einfach weiter. Geht die Tür wieder auf? Oh mein Gott. Ah, nee, das war ein Jumpscare. Ja. Tür ist auf. Tschüss. Alter, leg mich doch. Ist die Tür wieder zu? Oder warst du das? Das ist ein Assi. Das ist doch wirklich gemein jetzt. Ich gehe mal nach Sanity gucken. Mhm. Können wir vorstellen, dass deine auf Null ist. Könntest aber auch bei der Tür stehen bleiben, damit ich weiß, wann ich aufhören kann. Ja, alles gut, ich stehe bei der Tür. Ich weiß Bescheid. Okay. Ja, die geht aber nicht von alleine auf. Eben. Echt? Fahren kann, ja, fahren die machen wir immer auf. Der Geist da ist oder nicht. Ach wo? Oh, er hantet mich, er hantet mich. Oh, ich meine Sanity ist auf Null. Ich habe rausgefunden, der hantet dich aktiv, wenn du so ein Gonggeräusch hinter dir hörst. Ja, ne? Ja. Ey, ich schwöre, die ging halt von alleine auf. So, ich bin sowas von weg von hier. So, Sarah hat 19. Ich mal, bei mir ist nur wegen dem Reacher-Brett. Ach, das zieht dir auch ab? Mhm. Okay, aber wirklich weiter sind wir jetzt auch nicht gekommen? Mhm. Wann hat er denn jetzt angefangen zu handen gerade? Hat jemand was Spezielles gemacht? Mhm. Also ich bin jetzt nur ins Schlafzimmer gegangen und dann ist er da gewesen. Aber er kam aus dem Raum, wo ihr gerade weg wart. Also ihr müsst irgendwas in diesen Raum mit dem großen Bild aber gemacht Aber wir haben. Waren getrennt, richtig? Okay, wer war vielleicht in dem Raum gerade? Ja, Pan war allein im Raum. Ich habe davor gestanden. Oder ja, wir beide. Deswegen meine ich, das war ja vorhin auch das Problem mit dem gemeinsam und dem alleine. Ja, oder das war, es kann auch sein, ich habe ja vorher das Reacher-Brett in der Hand gehabt, dass ich da meine Sanity auf einmal auf Null hatte, denn ich hatte auch den verschwommenen Bildschirm. Meine ist ja jetzt auch um Null, das heißt, der wird uns jetzt eh dauerhanden. Also der hat... Okay, ich habe wieder irgendwelche Halluzinationen. Also gemalt hat er halt immer noch nicht. Ja, war der schon in diesem Ding, stand der auch nicht? Ne? Oh. Kann man eigentlich wie bei Phasmophobia? Er handelt. Och, come on. Ja. Sollen wir das... Er ist hinter dir, lauf weiter. Achso, du er kannst läuft, nicht. Ne? Er läuft. Läuft hier hinterher? Das weiße Unterwäsche. Wer war nochmal weiße Unterwäsche? Sarah? Ja, das bin ich. Er kommt in deine Richtung. Hallo. Er sieht ganz schön bescheuert aus, während er das macht. Oh, was war das denn da vorne gerade? Alter. Oh nein, er kommt andere Richtung. Ja, die Lampe wollte gerade sagen. Was war das? Das war, glaube ich, der Fernseher, oder? Ach du Scheiße. Nein, das war nicht der Fernseher. Da kam irgendwas da noch kam... raus. Ja. Mein armes altes Herz. Ich gehe raus. Tschüss. Oh, perfekt. Das war intensiv. Bist du draußen? Ja, toll. Nein. Ich finde es immer noch so geil, dass wir auf einfach spielen. Au. Tun wir das? Scheiße. Handelt der wieder? Wieso habe ich immer noch 18? Warte mal. Ich bin noch dran. Oh, ja, ich geh mal gucken. Elfen, du hast nur noch 0? Mhm. Wahrscheinlich schon sehr lange. Wegen Reacher-Brett. Wo bist du? In der Werkstatt. Oh, okay. Nee, Tür ist noch zu. Ja, vergiss mal die Werkstatt. Ja, ich höre ihn auch. Oh, er läuft hier auch, er handelt gerade. Mhm. Oh nein, wenn er jetzt hierher kommt, ne? Ja, Moment, ich muss ihn mal gucken. Er ist hier, er ist hier. Nein, ich bin tot. Ja. Sarah, du bist die letzte Hoffnung. Du musst es jetzt erraten. Also ich würde das Painting-Ding ausschließen. Das hätte der schon längst machen müssen. Dann haben wir noch 50-50 jetzt, richtig? Ja. Na, Gefrier hatten wir auch nicht. Einmal bist du fast eingebildet, glaube ich. Aber es wäre ja länger gewesen und nicht so kurz. Dann hätten wir das auch alle gesehen, oder? Mhm. Es war irgendwie so, als würde von rechts irgendwie so eine kleine Wolke nach oben kommen. Ich meine aber, ich stand neben dir im Raum und habe nichts gemerkt. Kann aber auch das Licht gewesen sein, irgendwie ungünstig. Was ist ESG? Das ist das Karussell? Genau, aber das Karussell habe ich nichts gesehen. Der spawnte zwar, also der stand da zwar immer, bevor der losrannte, aber das ist ja ganz normal, weil es der Raum ist. Der hat uns echt verarscht. Der war ja gar nicht im Hallway und im Bedroom. Also ich stehe mal hier im Raum und guck mal, ob der
Und dieses Karussell triggert, aber ich weiß nicht, ob ich das überhaupt sehe als Geist. Ich glaube, das siehst du. Auch das Bild konnte ich sehen, EMF konnte ich sehen. Wäre ja eigentlich richtig, wenn man es nicht sehen würde als Geist, weil sonst kannst du ja die ganze Zeit helfen. Könntest du das haben wir bei Phasmo auch ausgemacht. Einfach ruhig sein, Elflin. Das hören Entwickler und das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Guten Tag. Hi. Die Kerzen sind hier nicht an. Einfach so. Nee. Vielleicht hilft es ja irgendwie. Genau, also gemalt hat er immer noch nicht in dem Fall. Das würde ich ausschließen. Ja, was? Karussell war auch noch nicht aktiv. Ich weiß nicht, ich war halt nicht durchgehend da. Jedes Mal, wenn er gehandelt hat, war ich ja sofort weg. Bild. Er hat gemalt. Boah, will der mich verarschen? Oh, wie krass und wie schön er auch gemalt hat. Ja, aber wieso denn erst jetzt? Also, dann ist es Shade. Ja, es sind vier noch. Ja. Dann ja, das ist wirklich sehr spät. Wow. Also demnächst dann rausgehen, sobald man irgendwie zwei Sachen hat und Bild ist noch offen, erstmal rausgehen. Ja, wir waren ja gefühlt eine halbe Stunde aus dem Raum raus, oder? Okay, dann, dann soll ich zum... Oh, ich sehe ihn gerade. Soll ich losfahren? Ja, bitte. Oh, ich habe eine Errungenschaft. Ja, geil. Und $600 verdient. Ja, geil, ja. Kann ich noch eine Runde machen? Wegen mir, ja. Probier's, ob du es kannst. Entschuldigung, ich kann mir den Spruch nie vergessen. Ja, alles ja. Gut. Ich will einfach mal überleben, das wäre ganz nice. Das stimmt, okay. Okay, dann ich bleib bei dir und wenn er kommt, dann springe ich vor dich. Wollte ich gerade sagen, wir müssen jetzt neue Challenge, Pan muss überleben. Das finde ich gut. Weil jetzt die Rocken hat jetzt. Extra Schwierigkeitsgrad. Boah, Hilfe, ey. Weil irgendwann wirst du da einfach nur so durchrennen, ne? Aber das ist. Ich finde es schön, dass das nicht wie bei Phasmophobia ist, dass du spielst ein paar Runden und hast alles schon gesehen. Ja. So. Nimm ich mal Ektoplasma. Nimm ich mal EMF. Also ich kann diesmal auch auf die Taschenlampe verzichten. Okay, zu spät. Ihr müsst den nehmen. Hä? Also ich hab UV jetzt. Ayoshore. Ja. Dann nehme ich hier. Ja, weißt du was? Ich nehme irgendwas, was ich aufnehmen kann. Also wenn einer von euch was nehmen kann. Ich kann noch, ja, ich habe nur eine Sache, aber. Nee, ich kann nichts mehr. Okay. Wen haben wir denn jetzt hier? Oh ja, stimmt. Chris Doherty. Okay. Schaut's wieder elf. Stand der Baum hier eben auch schon? Gott, ich sehe jetzt überall neue Dinge. Das ist der die ganze Zeit. Stand der Sessel hier schon die ganze Zeit? Die Kerzen waren schon die ganze Zeit an. Ich schwöre, der wurde gerade eben erst eingestellt. Sarah, das ist der Baum. Oh Gott, ey. Du hast da ein Buch vergessen. Oh, so. Bester Moment. Daran werdet ihr ewig zehren, ne? Oh, hier ist eine Kerze an übrigens. Okay. Weiß nicht, kommt wieder das Event. Es klingt gerade wie ein Feuermelder irgendwo. Was ist hier? Das ist nur dieses Event, was immer kommt. Und übrigens habe ich mich noch nicht getraut. Oh, ist Licht an. Ist das normal? Ist das, wenn ich jetzt hier... Glaube jo, nee. Ja. Das ist noch an. Was ist das für ein... Was? Ich das ist nur das Event. Ich würde echt gerne nach oben. Irgendwann, schwöre ich euch, steht da so... Ich sag oft schwöre, ne? Eigentlich sage ich es nie. Da steht bestimmt irgendwann jemand einfach am Gelände oder so. Guckt aber das so Licht ist doch... Das Licht da oben ist doch normalerweise nie an. Ich bin mir nicht sicher. Oh, hab's mir nicht angeguckt. Oh. Ja, dann ist hier... Weil die Kerze auch an war von vornherein. Sehen wir hier einfach direkt richtig? Würde behaupten, ja. Warte, ich gehe trotzdem einmal kurz rum. Ah, kleines Mädchen! Ja, ja. Oh nö! Puppen und Kinder, warum? Das ist aber kleines Mädchen gewesen.
Ich gehe, ich habe noch Termine. Tschüss. Oh. Nee, nix da. Bleib Krass. Schon hier. Wie der einfach direkt hier abgeht. Okay. Kleine Kinder müssen früh ins Bett. Geh. Ich guck mal kurz, ob ich ein paar Sachen finde. Die Tür ist dir schon auf. Ich weiß nicht, ob ihr die aufmacht. Are you here? Oh Gott, ich habe Tarotkarten. Okay. Oh. Viel Spaß. Ja, aber irgendwie passiert hier jetzt nichts mehr. Vielleicht, weil du jetzt gerade alleine bist. Ich lege die Tarotkarten einfach mal hier hin. Da. Einfach nur für gleich. Okay. Du meinst für mich und Sarah dann? Damit wir das. Hör auf zu lachen hier. Ich meinte den Geist jetzt. Ja, Von uns hat ja auch keiner gelacht. Chris Dorothy. Nee, nicht Dorothy. Dottery, oh. Ne? Ich hab's vergessen. Aber irgendwas mit Chris auf jeden Fall. Was? Okay. Chris, give us a sign. Chris, are you there? Entschuldigung. Alles gut. Wo hast du eigentlich gerade reingesprochen, Pan? Einfach so Voice. Also, so. Ich glaube, das geht trotzdem. Wenn du magst. Hier, das ich kann es mir einfach nicht merken. Oh, die Spirit Box. Ich mach. Mit mir wollte keiner reden, wie immer. Talk to me. Ich hab die doch jetzt aufgenommen. Wo ist die? Say something. Bleibt jetzt ich hab die. Jetzt in der Hand, oder? Achso. Ja. Hello. Hallo. Are you here? Passiert nix. Einer von uns muss seine Karte ziehen. Ich spüre das. Kann Soll ich? Gerne nicht. Pan macht das nicht. Pan muss überleben. Ich muss überleben. Okay, YOLO. Nee, jetzt noch nicht. Lass uns jetzt noch nicht. Lass uns erstmal nach Beweisen suchen. Okay, YOLO. Also, kann sein, dass er vielleicht doch wieder woanders ist, ne? Oder? Haben wir Ektoplasma hier irgendwie? Die Kerze ist noch an da? Bis jetzt habe ich noch nichts gefunden. Also in diesem Raum habe ich eigentlich alles abgesucht, da war schon mal nichts. Also hier war nur Aktivität bisher und noch nichts anderes. Das ja, war... aber ich weiß nicht, ob das diese Zufallsdinger da waren oder ob das jetzt wirklich der Raum ist. Ja, das ist halt jetzt die Frage. Aber das EMF geht normalerweise nur da los, wo wirklich... Ja, ich gehe nochmal ganz kurz mit dem EMF mit... hallo. Warst du nicht gerade noch ganz woanders? Oh. Huch, kommst du denn her? Ich habe einen Bug. Du hast einen Bug? Was für einen? Du hast doch die schwarze Unterwäsche und die blonden Haare. Du läufst bei mir in der Ecke. Hier im Wohnzimmer, gegen die Wand. Aber ich schwöre, ich lebe. Warte mal. Hey, jetzt mal. Bist du weg. Oh Gott. Also, bei mir steht die... läuft hier mit mir rum. Bei mir war sie hier in der Ecke. Ich schwöre, hinter ich bin gar nicht da. Bist du sicher, dass es Pan war, nicht jemand anderes? Also, jemand in Unterwäsche. Blonde Haare, schwarze Unterwäsche. Boah, gibt's so einen Geist, der sich tarnt? Ey, der blaue Stuhl stand doch gerade eben noch nicht hier. Doch, der steht die ganze Zeit da. Was ist mit dir? Der steht die ganze Zeit schon. Den haben sie jetzt gerade erst dahingestellt. Was ist mit dir? Oh Gott. Okay. Warte. Sehe überall Dinge. Also hier sind auch Kerzen an dem Schlafzimmer. Victoria. Ich wollte gerade fragen, Anger. Wer Victoria ist. Anger. Where are you? Are you here? Dream. So. Dieses Zimmer, ne? Oh! My name is... Slim Shady. My name is Victoria? Nee. Wie ist ihr Name? Victoria. Chris? Anger. Chris. Chris war dein Name. Ach so, von der Ollen.
Da war hinter. Auf die Tür ist geschlossen. Da ist das Foto von der alten Frau gewesen. Da stand drunter: My name is Fragezeichen. Und ich nehme Shelly. Und ich nehme Shelly. Wer hat hier gedacht, ich. Okay, das war ein bisschen gruselig jetzt gerade. My name is. Slim Shady. Ja, hier die rote Tür ist einfach zugegangen. Auf der anderen Seite ist ein Porträt mit My name is Fragezeichen. Oh, das steht dabei immer noch. Hey? Hängt da immer noch. Bild hatte wieder Augen. Sehr schön. My name is Dream. Oh, wahrscheinlich ist der Name Dream. Irgendjemand von euch hatte was gesagt, Dream oder so, und dann. Ja. Ja, aber komm, hier ist gar kein Badezimmer. Also zumindest kann man nicht rein. Oh, ist das schon viel zu lang. Kacke. Oh, das ging dein EMF-Ding überhaupt irgendwo anders mal los, außer. Nee, noch nicht. Da vorne? Ja, dann kann es ja nur im Wohnzimmer sein. Ja. Ich habe bisher jetzt auch mal keine Ektoplasma, aber muss ja auch nicht unbedingt da sein. Mhm. Oh, ich habe da hinten eine Erscheinung. Oh mein Gott! Das ist in der Hand. Was ist das denn für ein ekliges Vieh? Ich sehe diese Hand nie, Mann. Ich sehe sie einfach nicht. Ich habe es jetzt auch nur gesehen, weil es mir entgegenkam. Oh, scheiße. Oh, jetzt habe ich aber ein Problem, glaube ich. Ja, tschüss. Hey, ich habe mich für dich geopfert, Bart. Jetzt echt? Ja. Oh ja, nein, du wolltest dich doch nicht für mich opfern. Ja, ich glaube, also ich habe mich jetzt nicht aktiv davor geschmissen, aber... Ach so. Nein, du hast dich für mich geopfert. Genauso nehme ich das ja, jetzt auch genau. Wahr. Das klingt schöner. Und da liegt noch jetzt das Tarot-Deck unter meinem Fuß. Oh Gott, jetzt ist es soweit, das Tarot-Deck. Ich denke mal, wir haben jetzt schon wieder zu lange gebraucht, oder was? Ja, ich habe... Wir haben ja noch gar nichts an Beweisen. Ja, ich habe hier... Es ist wirklich im Wohnzimmer. Boah, aber der sah aus, als hätte der so eine weiße Maske irgendwie gehalten. Okay. Kann der mal handeln, dass ich ihn anschauen kann? Hier. Ich guck mal ganz kurz wegen Sanity, ja? Du kannst ja gucken, ob du den Engel ziehst. Ne, warte, da will ich gleich dabei sein, Moment. Ich gehe erstmal die anderen Sachen holen von Sarah. Die Taschenlampe hatte ich auch noch. So, Elfin 78 und ich 76. Okay. Hey, sag mal, was ist passiert? Ja. Okay, das ist weird. Ich muss ja gestehen, dass ich mit der Taschenlampe das gruseliger finde als ohne, weil ich den Schatten eher sehe, wenn ich die Taschenlampe aushabe. Ja, stimmt. Was? Wer war das? Hat jemand von euch gemacht? Nee. Ja. Ich habe gemacht so. Als Zustimmung. Okay. Draw something, please. Vielleicht muss man bitte sagen. Der achtet auf Höflichkeiten. Oh. Paint a picture. Tarotkarten liegen hier. Aber das kann ich sonst gleich machen. Aber das bringt uns halt nichts. Wo ist Sarah? Wo ist sie gestorben? Hinten in einem großen Bildraum. Ja, war leider eine blöde Ecke. Ja, wir waren beide da und er hat dich dann halt als erstes genommen, leider. Ja, passiert. Aber wir haben jetzt noch... Da ist die Staffelei. Okay. So. Kein Ecto. Ich finde es aber interessant, von allen Gegenständen, die ihr hier abgelegt habt, sehe ich als Geist das Tarot-Deck blinken. Ja, bei mir aber auch. Ja, aber ich meine, dass ich das auch wahrnehme. Das finde ich spannend. So. Ich guck Fernsehen. Gefriertemperaturen. Gefriertemperaturen. Hä? Oh. Hier, warte mal. Hier drin. Wandert der? Könnte Weil hier habe ich das nicht. Oder? Doch, jetzt. Ja, so irgendwie, als wäre der mittig im Raum. Warte mal. Kein Ektoplasma. Ich das mal woanders hier hin. Vielleicht funktioniert das besser. Mitte? Ich habe keine Ahnung. Draw something. Paint a picture. Es
ich muss das mit den Tarotkarten machen. Was soll ich machen? Ich will den Engel. Kann man wirklich einen Engel ziehen, Leute, im Chat? Ja, aber du kannst auch den Instant-Tod ziehen. Oder eine Jagd starten. Soll ich draußen... Ja, nee, soll ich machen? Lass mich machen, weil du wolltest nicht sterben. Aber ich will noch nicht, dass du stirbst, aber ich leg dich mal dahin. Warte. Du musst mir genau sagen, was passiert. Stell mich lieber da zum Keller hin. Irgendwie fühle ich mich da wohler. Warum? Also wie gesagt, im Zweifel, wenn er huntet, kannst du ja echt gut im Kreis laufen. Aggressiv. Jetzt habe ich den Bug aber auch gerade. Pan rennt bei mir gerade gegen die Skulpturen. Jetzt ist sie weg. Hä? Hey, wieder im Hochladen? Aggressiv? Ja. Oh, Scheiße. Warte, ich habe noch nicht. Noch ist nichts passiert. Flame of Fate? Da habe ich auch keine Ahnung. Das hatte ich auch ein paar Mal. Weiß ich nicht, was das ist. Ich gehe mal ganz kurz. Also, ich würde lieber dann doch jetzt lassen. Ich gehe mal ganz kurz in der Sanity gucken. Kasper, oh, oh. Hier rennt. Was? Ui. Handelt, glaube ich, ne? Oder? Ich sehe noch nichts. Das müsste ich doch hier sehen. Nee, die Tür ist noch offen. Alles gut. Elfin, du hast 72, ich habe 68. Warum? Warum habe ich denn weniger, Mann? Ich ziehe nochmal. Aggressiv wieder. Wie viele Karten sind das eigentlich? Weiß ich gar nicht. 10, 15? Slave. Oh Gott, was ist das denn? Ein Sklave? Aha. Was passiert da? Hallo. Pan ist vorne. Pan, bist du sicher? Ah, bist du der Sklave? Ich. Ja, ich bin auf einmal. Ich zieh mal. Flame of Fate schon wieder. Was ist das? Ich weiß nicht, was die Karten bedeuten. War das mit den Händen hier schon die ganze. Weißt du was? Ich fange hier auch schon so an. Ist egal. Ja, siehst du mal, wie es ist. Void? Void? Ich halte mal ein bisschen Abstand zu dir, nicht dass du da. Ich behalte mal für euch die Tür im Blick, ja? Ja. Ja, oh, ich sehe sie auch bei mir. Eine Weinflasche. Void? Wir haben nur gefriert im Raum. Alter, mein Magen, ne? Aggressiv? Komm schon, gib mir einen Engel, bitte. Wieso kommt denn hier nichts? Aggressiv? Mehr? Das ist aber unfair, dass es alles 10-mal gibt, nur diesen Engel nicht. Void. Ich habe keine Karten mehr. Ach, dann gibt's sie sogar nicht jedes Mal. Boah, ist das gemein. Immer. Das ist. Nee, finde ich jetzt nicht okay. Oh, guck mal. Hier in der Küche. Ja? Der wandert. Oh. Oh, nee. Weißt? Der wandert tatsächlich. Ich habe die ganze Zeit da hinten die Karten gezogen. Aber der ist nicht allzu aggressiv, ne? Achso, du musst die Karten beim Geist. Eigentlich ja. Ach. Wahrscheinlich ist das jetzt das Problem gewesen. Ja, gut, aber da war ja eh kein. Okay, der Wäschekorb hat sich gerade. Oh, er huntet. Okay, alles klar. Ich bin hinter euch. Ich laufe hinter euch und melde mich, wenn er kommt. Also noch. Er ist in eure Richtung unterwegs. Also, wir haben unser Safe. Oh, wenn er jetzt nach rechts geht, ne? Nein, er dreht wieder um. Oh, perfekt. Rennt den Gang wieder zurück. Deswegen finden wir auch nichts, weil der wandert. Wir müssen mal gucken, welcher Geist wandert. Sarah, kannst du das gleich mal gucken? Ja, kann ich gleich machen. Ich glaube, er ist fertig. Bin mir nicht sicher, aber ich sehe ihn nicht mehr. Genau, gemalt hat er auch. Hier sind die Kerzen übrigens. Gemalt hat er? Ja. Oh, geil. Okay. Was hatten wir jetzt? Gefrier und Painting oder? Ja, Gefrier und Painting. Oh, ich kann gar nicht, oder? Warnte der? Ja, hier ist, Sessel hat sich weggeschoben und ist in den einen Raum reingesogen, weil dieser scheiß Geist da hinten. Revenant, Hanto, Demon oder Mara? Mehr, Mara. Okay, der dreht hier irgendwie ab. Was ist denn jetzt mit dem sein, weil er jetzt ein Opfer hatte, dass er deswegen weitergewandert ist. Danach war es ja so ruhig. Also bei diesem Meer steht, der ist schwer zu detect, was heißt das auf Deutsch? Detecten, schwer zu finden. Ja, der, also ich schätze mal, der wandert, soll das heißen? Das kann natürlich sein.
Was wäre denn noch für Beweise bei der Mär? EMF Level 5. Ja, das ist... Okay. Und der Revenant ist sehr instabil und schwer zu... Hand, ja. Ja. Okay, warte, ich guck für euch. Ich glaube, der ist gerade hinter mir, bin mir nicht sicher. Also ich bin gerade hinter dir, alles gut, ich schieb's ja. Nee, der ist noch nicht hinter euch. Der läuft aber in eure Richtung wieder. Okay, wir haben uns mal aufgeteilt, einer von uns wird überleben. Bin jetzt hinter dir. Oh, der kommt zu euch rein, beim Kleid ist er drin. Shit. Oh ja, der kommt. Oh, der ist im Flur direkt vorm Bild. Nein, nicht rausgehen, nicht rausgehen. Evelyn, tu es nicht! Alles gut, alles gut. Ist er jetzt in der Sekunde despawned? Also bei mir ist er jetzt nicht. Also wirklich, eine Sekunde EMF bevor du rausgestimmt kamst, ist er da noch gelaufen. 4, 4, 4, 4. Oh Gott. Soll ich EMF nehmen? Ja, alles gut, alles gut. 4. Das ist so komisch. Warum hatte ich da jetzt... Mach mal Tür hier wieder auf. Ey, ich habe genau gesehen, was du tun wolltest. Oh. Also bei dem Revenant, der ist sehr unvorhersehbar und da wäre jetzt noch die Fingerprints übrig. Hm. Okay, EMF 3, 2, 3. Oh. Ja, was ist hier los? Ist? Die Lampe oder was war? EMF 3. Was waren die anderen zwei, die noch offen waren? Ich halte die Tür offen. Mehr Revenant. Hantu und Dämon. Boah, dieser Freezing-Atem, der nervt ein bisschen. Stört gerade. Hm. Also ich glaube, Dämon ist es nicht. Da steht, wenn er beschließt, dich zu jagen, dann ist er schwer aufzuhalten. Ja, 4. Ich jetzt check, dass da oben die Zahl hier steht. Ich gucke einfach immer auf die Punkte. Okay, jetzt ist hier ruhig gerade. Und der letzte ist, wenn man mit ihm redet, dann huntet er eher. Also ich würde vermuten, dass es entweder Mare oder Revenant ist, weil bei beiden steht, dass die ein bisschen schwieriger zu detekten sind. Can you see my breath? Ugh. 4. Also EMF 3. Oder Fingerprint. Fingerprint, ich habe einen Fingerprint gesehen. Hinter dir, Elfin. Okay, raus. Easy. Oh, eine ganze Hand ist das gewesen. Das dauert aber auch mal. Ich dachte erst, du hättest das gemacht, das Licht. Nee. Okay. So, Auswahl habe ich. Tschüss. Oh, holy shit. Das hat jetzt gedauert, ey. Das war ein Nervenkitzel. Auch wie mit den Geister da im vorherigen Runde erst so spät gezeichnet hat, meine Güte. Der ist eine Riesenhand gewesen, ey. Das ist so, ja. Zu übersehen. Ja, geil. Ah, kann Sarah, ich? Sarah, danke schön. Jo, kannst du. Ja, nix zu danken. Und Pan hat überlebt. Ja, ich habe überlebt. Ich habe eine extra Aufgabe. Und war alles richtig. Oh, hätten wir eh nicht machen können, glaube ich. Ja, gut. Ja, Hammer. Guck, wir werden besser. Ich bin Level 2. Endlich. Oh! Geht's halt nur noch ein Level, dann kannst du die andere Karte wenn, aussehen. Ich wollte es gerade sagen, wenn eine Level 3 ist, könnte man die Map dann schon für alle? Bestimmt. Das ist eine gute Frage. Ich guck mal gerade, wo sehe ich denn? Ach so, 45 von 100. Jetzt sehe ich es auch. Ach du. Ja, ihr müsst dafür jedes Mal, glaube ich, erstmal entkommen. Ja, kann man. Das heißt, ich muss jetzt ein bisschen üben. Also du musst jetzt immer überleben und alles richtig tippen und dann... Und diese extra hat Pan ihre Karte. Also yeah, ich freue mich. Soll ich irgendwie... Na, okay, das mit der Kerze ist irgendwie doof. Ich überlege gerade. Beruhigungspinnen sind so teuer. Wie teuer sind die denn? Die kosten 1.500. Die sind einfach teurer als der Fotoapparat. Ich habe aber gerade eben gelesen, dass diese Pillen bei diesem einen speziellen Geist dafür sorgen, dass der dich nicht mehr huntet. Also ich bin mir nicht sicher, ob das allgemein die Sanity raufsetzen soll oder nicht aktiv für so einen Geist irgendwie. Ach so. Okay. Ja, drauf verlassen, weiß ich nicht. Die
Die Extra-Aufgaben geben ja so 50 Dollar, ne? Soll ich mal eine Kerze nochmal holen? Also ich habe noch die Kamera übrigens. Die kann ich wieder mit reinpacken. Ja komm, dann nehme ich die Kerze. Ich packe die auch mit rein. Soll ich auch was kaufen? Ja, das was ist alles, was bräuchte man noch? Ja. Mit Risiko. Aber ey, wir sind gar... Man, nicht okay, mein Escape. Sollen wir mal das Thermometer versuchen? Dass wir direkt den Raum finden? Kaufen? Ja, das würde ich sagen. Thermometer. Dann brauchen wir nicht warten, bis der... 1200! Oh. Ah, sonst hole ich eins. Ich kann es mir schon leisten, so ist es nicht. Ach komm, ist gekauft. Ja, das mit dem Kruzifix ist ja, was Pan auch sagte, dass du dann einmal so eine Hand abwehren kannst, aber dann wird es zerstört. Mhm. Und dann, ja. Dafür bisschen wie, halt wie die Räucherstäbchen. Ja. Ja. Okay, also Fotoapparat ist drin. Ach so, muss ich die extra aus? Mit dem, da ist so ein Pfeil. Also auf der rechten Seite, wo das Teil ist, was du gekauft hast, ist nochmal so ein Pfeil nach links. Ah, wir haben schon wieder eine Taschenlampe fehlt. Ne? Wie viel kosten die? 600. Ja, okay. Das, kann ich. Aber also ich kann auch ohne Taschenlampe. Ich finde das schon ein bisschen dunkel, ne? Ohne. Also nimm du ruhig eine Taschenlampe, auch für den Stream ist es ja besser. Ich gehe ohne. Ich kann auch UV nehmen. Wenn du sure bist, ich meine, du bist Level 2, ja. Ich höre auf das, was du sagst, du hast Erfahrung. Ja, Level total. Level 2 ist das neue Level 90. Ich bin Profi. Es hat jetzt so viel Spaß gemacht, dass ich dachte, ey, wir spielen heute Contraband Police und gucken hier einfach mal rein. Es ist halt wirklich geil, das Spiel. Ja, es macht mega Spaß. Wo stehe ich hier? Ach so, hier bin ich. Ey, Habiba Lara. Habiba. Okay. Ich hoffe, das sind nicht die Nachnamen links und ich sage das die ganze Zeit falsch. Oh, das könnte sein. Wir hatten vorhin auch eine Henna mit Nachnamen. Oh, scheiße. Aber also Lara Habiba? Ne? Ah ja, stimmt. Chris hatten wir auch. Da Mal. Müsste ja ein Komma dazwischen sein. Ja, okay. Mhm. Okay. Solides Foto, Kerze und mit den Das Thermometer sieht ja cool aus. Obala. Entschuldigung. Wer hat das Ding hier noch nicht? Mit die Taschenlampe? Ich wollte gerade mal nur das Thermometer in der Hand nehmen, wie das aussieht. Aber es gehört ja Sarah. Nee, Sarah? Alles gut? Doch, alles gut. Das aber ich jetzt erst aus Holz, wieso leuchtet das so krass? Ja, ist wenn ja. Brauchen wir das überhaupt, die Runde? Was? Oder wofür ist das Thermometer? Thermometer ist jetzt erstmal nur dafür, dass wir vielleicht schneller den Raum finden, wo es kalt ist. Also bevor wir den Atem sehen. Und ihr habt jetzt beide die Taschenlampe, richtig? Dann kann ich die Lampe hier nehmen. Ich habe keine Taschenlampe. Ich aber auch nicht und es sind zwei Taschenlampen weg vom Brett. Hä, ich habe eine Taschenlampe? Warte, ich guck nochmal. Also, mich stört's nicht, aber... Hä? Ich habe jetzt nur eine. Mal, stopp, habe ich... Nee, ich habe keine. Ja doch, du hast die gerade in der Hand. Nee, warte, Sarah! Entschuldigung. Sarah hat eine. Sarah hat die in der Hand, genau. Nee. Okay, ihr spukt es. Schön. Ja, ihr spukt so ein Geist in weißer Unterwäsche rum. Oh, wieder mit diesem Stativ, das ist so bescheuert, wie das aussieht. Das ist so bekommen. Die rennt da mit einem Holzbrett rum, die andere mit Stativ und beide in Das Bäumchen hier, ne? Das kann man schön zeichnen. Boah, mit den Knochen-Dinger, ja. Wäre auch cool, wenn man irgendwie so auf dem Balkon könnte. Ich weiß nicht warum. Das sind so zwei Auszeiträume. Ich fände es auch spannend, wenn man zu dieser Scheune oder so, wenn man da noch so Secrets freischaltet oder so. Das wäre wirklich voll geil. Haben wir auch noch gedacht. Irgendwie war das. Das sieht ja wirklich aus, als könnte man da hoch, ne? Ja. Hallo. Jo. Habiba Lara, wir sind da. Wie sein Arm einfach. So, ich gucke jetzt, wo es kalt wird, ja? Ja. Guck mal, wo Kerzen an sind. Oh, hier ist wieder im Wohnzimmer eine Kerze an. Okay. Ich bin ja begeistert, dass ich hier eine Celsius-Anzeige habe, so am Rande. Wer sind die Entwickler? Okay, das ist cool. In dem Fall keine Amerikaner? 30 Grad, finde ich. Ja, dann sind wir richtig gekleidet. 30 Grad ist warm, ja. Okay, hier im Gang wurde es schlagartig 10 Grad weniger. Hello? Udo-Puppe? Alter, Kind? Ich seh's bei dir im Stream, oh mein Gott. Das. Geisterbox.
Okay, Geisterbox. Oh, warte, cool. Warte mal, wie komme ich da hin? Ich bin in diese dem Flur entlang. Der Tür. Link, ja, blöd. Oh mein Gott, genau. Schon wieder. Hier bist du. Alter. Hatte noch jemand dieses Knurrgeräusch? Nein. Alter, das war ja richtig eklig. Also wirklich so ein, wie so ein Hund zum Knurren? Ja, so ein Wolf-Hund-Knurren. Okay. Oh, Scheiße. Ja, kann ich das hier schon mal weglassen? Ich weiß nicht, soll ich die Wuderpuppe nehmen oder nicht? Ja, nicht. Vielleicht erstmal noch nicht. Weil sonst ist dann das Sanity, das Radio ist an. Oh, das Radio. Also wir sind hier bei 10 Grad ungefähr. Okay, es ist wohl der Raum, ne? Ja, Ektoplasma. Okay. Ja, das wird ja jetzt lustig. Wie viele haben wir jetzt? The Ringmädchen ist so. Oh, der wird ja richtig Spaß haben. Wird der gerade aggressiver, wenn wir alle hier sind? Oder kommt mir das nur so vor? Irgendwie. Also wir sind. Oh, warte, was haben wir? 4. Unter 10 Grad sind wir gerade. Ja, unter 10. Also wie gesagt, Ektoplasma kann ich wegmachen. Ja. Und dann habe ich halt hier immer noch. Das lassen wir. Ah, der zeigt hier auf die Puppe, hat er gerade. Okay. Ich lege das mal. Geht das? Auf den Tisch? Jo. Geil. Ach, hier. Hat er schon irgendwas? Warte mal, Radio hat er angepackt, ne? Aber es ist wahrscheinlich jetzt zu spät. Muss ich gleich mal gucken, wenn er nochmal was macht. Draw something. Paint something. Draw, paint, irgendwas. Signalwort. Draw me like one of your French girls. Was denn? Oh, warte. Aber ich glaube, die mach mal. Geh mal aus dem Zimmer raus, dass der da was malen kann. Gute Idee. Ist doch gerade hinten Licht ausgegangen, hast du es gesehen? Wo hinten? Hinten da bei. Es ist gerade irgendwie ein Licht ausgegangen, als wäre da im Fenster hinten Licht gewesen. Aber kann auch die Taschenlampe gewesen sein. Könnte ich nicht eigentlich das Thermometer einfach in den Raum hier reinlegen? Dann sehen wir ja genau so, was Sache ist, oder? Eigentlich schon, könnte, wenn das so auf den Tisch legen kann. Oh. Nur beim EFF wird es. Wollte ich eigentlich. EMF wird es, glaube ich, nicht klappen, weil man da immer dir in die Richtung zeigen muss. Ja, okay. Nee, irgendwie. Oh, warte. Oh, hier ist die Voodoo-Puppe. Ich möchte die nicht. Also kein Fingerabdruck. Nein, Hilfe, geh weg. Alter. Oh, bitte nicht wieder so spät zeichnen. Warum ist jetzt hier draußen EMF? Aber können wir mal was testen? Wir standen jetzt zu dritt außerhalb vom Raum. Jetzt sind wir alle zu dritt hier drin. Wenn es gleich wieder abgeht, haben wir auch schon mal ein Zeichen, oder? Ja, das stimmt. Ja, gerade standen wir draußen im Flur und da ging es dann jetzt los. Kann ich nochmal versuchen. Habiba Lara, hello? Habiba Lara, are you there? Wie heißt denn so? Oh, hä? Wieso was? Hat der was? Hä? Der hat bei mir auf einmal aufs Thermometer gezoomt und ist geschüttelt. Mag der das vielleicht nicht? Aber ach, weil du nur rumgestanden hast, glaube ich. Nach einer Weile, wenn du dich nicht bewegst, machen die irgendwas mit den Geräten. Glaube ich. Ich hab's noch nie gehabt, ich weiß es nicht. Ja, ich dachte, ich hätte einen Moment gehabt. Ich bewege mich auch mal nicht. 3. Radio. Wo ist... Ah! Oh Gott. Was? Warte mal, kommt da jetzt irgendwas? Sag mal, hat jemand von euch die dreht sich, die Voodoo-Puppe aufgenommen und wieder hingestellt? Ja. Nee. Ah, okay. Ich das Thermometer daneben geschmissen habe und dann natürlich nicht. Okay. Ich habe aber nichts gemacht. Ich habe keine Nägel oder sonst irgendwas. Paint a picture. Was ist das, Staffelei auf Englisch? Ist auch egal, ne? Oh. Happy little accident. Warte mal. Hab ich gerade irgendwo. Wer hat die UV-Lampe? Ich. Hatte ich da irgendwo. Kannst du mal ganz kurz hier hinleuchten? Hier so? Das ist die Frage, ob man wirklich auch hier hinten an irgendwas
War eine Reflexion. Ne, ich dachte gerade tatsächlich, ich hätte wieder so einen Handabdruck gesehen. Das Ding steht auch. An sich hätten wir jetzt nichts. Aber das war... Der Sessel hat sich verabschiedet. Der musste auf Klo. Sollen wir mal rausgehen und warten wegen Bild? Machen wir. Ich habe fast erwartet, dass mir die Tür vor der Nase... Ja, das gleiche dachte ich auch gerade, Pan. Viridian, bist du dumm? Ich meine, weil wir haben uns gerade so angezogen, wir feiern es voll. Wir, du kannst ja auch normale Sachen im Spiel anziehen. Aber das Spiel verschweigt einfach nicht, dass man tatsächlich Unterwäsche trägt. Wie im echten Leben auch. Canvas. Canvas Stand. Oh Gott. Canvas wäre eigentlich. Sag mal. Habe ich gerade eine kleine Ratte gesehen? Nee. Boah, die Atmosphäre gerade ist auch irgendwie ganz geil. Und was Mia sagt. Wenn dann ist dein Gedankenweg das, was das Problem ist. Das ist sexualisiert, ja, das stimmt. Weil du gerade uns sexualisierst. Setz Truhe. Oh, da ist aber der Spiegel richtig vorne. Okay. Oh mein Gott! Ah. Okay, Puppenkind da, ihr macht es zu zweit, ich gehe. Tschüss. Nein. Das war der allererste Jumpscare, den ich hatte. Und deswegen bin ich alleine direkt raus. Ja. Nee, Kinder und Puppen, nee, da ist vorbei. Hä, ist doch geil. Ja, ihr macht das schon. Ist doch geil. Hallo? Okay, kein Bild. Hä? Schon. Kein Bild. Ah. Okay, noch einmal. Habiba Lara, are you there? Ich hab auch nichts anderes. Ne? Hab ich noch irgendwas anderes? Nee, die Taschenlampe. Lynn ist übrigens bei 69% Sanity. Wollt's nur gesagt haben. Warum? Warum ist sie? Weil ich bin noch die ganze Zeit am Reden. Eigentlich müsste ich das doch haben, oder? Ist halt die Frage, ist das immer noch der Raum? Soll ich die Voodoo-Puppe? Okay. Was war das? Die Tür ist zugegangen. Oder? Mhm. Nee. Die Tür ist noch offen. Die hier ist zugegangen. Ist der gewandert? Get out of here. Get out. Oh. Das kam wirklich von da hinten. Nee. Yeah. Warte mal, was kann ich mitnehmen noch? Ich nehme mal dieses Stand-Ding mit. Oh. Ja. Nee. Nee. Was? Okay, jetzt kommen wir weg. Oh Gott. Okay, das ist ja jetzt weird. Where are you? Ja, wobei, das wird er jetzt nicht antworten. Wo ist denn das Sprechding? Das was? Spirit Box. Die Spirit Box. Die. Hab ich die? Nee. Sarah? Hat Sarah die? Nee, ich habe nur das Thermometer aktuell. Ecoplasma ist noch hier. Ich guck mal, ob noch woanders was ist. Ja. Oh Gott. Sarah, bist du hier gerade durch den Flur gelaufen? Ja. Ach so. Ich habe keine Taschenlampe, deswegen. Ich sehe nur einen Schatten. Habiba Lara, are you there? Also antwortet auch nicht. Nicht Gespräch, ich sag nur, haut jetzt ab. Habe ich denn? Wo ist das denn? Die Geisterbox kann doch nicht einfach weg sein. Ich meine, die hatten wir ja angekreuzt. Naja. Was hat Sarah noch? Wer hatte Thermometer? Ich glaube, ich hatte die. Ich bin mir auch nicht sicher. Ah! Gut. Ah, das stimmt. Ich mach mal nicht. Oh, das war. Okay. Aber wir sind wieder zu dritt hier drin und schon geht alles ab, ne? Okay, Gruppen mag der Geist wohl nicht. Ich glaube, ich habe das irgendwo hier hingeworfen. Ich bin mir gerade auch nicht so sicher. Hatte ich vorhin mit der Staffelei auch und dann stand sie auf einmal hier hinter mir im Raum, obwohl ich die irgendwie hier vorne hinstellen wollte. Also okay, hier ist Karussell. Ich guck mal eben, ob es... Hier ist es. Im Flur war es. Ah, okay. Oh. Are you here? Also where are you? Geisterbox hatten wir ja, das ist angeschlagen. What do you want?
Oh ja, das ist immer. Wieso kann ich gerade mit Mausrad nichts mehr? How old are you? Also die Geisterbox hatte angeschlagen. Ja, die hatte angeschlagen, ja. Geisterbox und Ektoplasma hatten wir. Ich glaube, ich habe gerade einen Bug erwischt. Während. Oh. Kann mein Dings. Hä? Ich bin rausgeflogen. Wie? Oh. Nein. Jo. Nein. Ich wollte gerade sagen, weil ich konnte von meinem Zeugs irgendwie nichts mehr wechseln. Kannst du wieder rein? Okay, heißt. Oh. Nein. Ich glaube, er huntet. Ja. Fuck. Oh, Mann! Nein! Elflin! Last Elflin standing, ey. Du musst jetzt carry. Kann Sarah einfach vielleicht da reinkommen? Ich wüsste gerade nicht wie, aber ich guck mal. Probier mal. Hast du noch den Raumcode? Nee, ich hab die. Oder Moment. Achso, das Ach so. Könnte ich noch probieren. Wo war denn der? Na, was willst du jetzt, ey? Scheißgeist. Oh. Der Fingerprints und EMF kann das nicht mehr sein. Okay, ich glaube, meine Leiche ist gerade ziemlich ungünstig platziert. Ich dachte gerade, das wäre ein Geist. Ich sehe schon, ja. Sehr interessant. Bist du hier nicht im Raum und hast dich da? Okay, alles klar. Also ich joine nur dem Wartezimmer da. Also ich komme nicht ins Spiel rein. Ja. Wir brauchen ja das mit ein. Mit der Spiritbox ist das sicher? Also, das ist sicher, ja. Das habe ich schon gehört. Shade, Meiling oder Geipo? Guck mal. Shade. Ja, das mit den Gruppen vielleicht ganz gut. Aggressiver im Dunkeln. Das. Ja, der hat ja dauernd das Licht aus und angemacht, ne? Das wäre lustig, wenn Elfling gleich hier langkommt und das sieht. Nee, Bane, alles okay. Lass uns das nochmal selber rausfinden. Wir kriegen das schon hin. Mhm. Ansonsten raten wir, das kriegen wir schon hin. Beim Geipo gibt es überhaupt keine Daten. Das heißt, könnte irgendwie. Ekoplasma, Spirit Box. Wer steht denn alles zur Auswahl? Meiling, Shade und Geipo. Ich geh mal wieder rein. Hallo. Der hat das Licht gerade wieder ausgemacht, ne? Ja. Interessante Figur, die du hier machst. Ja, der hat das Licht gerade wieder ausgemacht. Dein Fuß geht auch durch die Tür. Geipo? Oh, Geipo. Wo ist denn der Geipo schon wieder? Wieso sehe ich den hier nie? Da, Geipo. Oh, wow, das ist ja ganz cool. Herr Gefrier, würde ich jetzt nicht sagen. Wir haben keine Daten? Alter, okay. Wir haben dieses Karussell-Ding. Okay, super. Und dann ist es was? Weiß ich nicht. Flüchte okay. Wo geht's raus? Ich bin nicht mehr raus gerade. Ey, zurück. Ich sehe halt nur über den Stream, das ist ein bisschen zeitversetzt. Du machst Stream-Sniping? Was? Kannst du nur? Geipo ist es dann. Geipo? Lynn ist Traitor. Ich hab's gesehen. Also wirklich Geipo, wo man gar keine Daten hat. Das ist aber interessant. Ja, also hoffe ich zumindest. Es tauchte da drüber auf. Oder genau an der Stelle. Vielleicht taucht es nur an der Stelle auf und das war jetzt ein Troll. Naja, aber er hätte dich ja gekriegt, hätte er jetzt gehuntet, ne? Ja, aber das war ein Event. Weil das hat auch ein Geräusch gemacht, komischerweise. Egal, versuchen wir es. Ja. No risk, no fun. Ja, geil! Hat's gepasst? Es hat gepasst, ja. Ah, super. Okay, ich bin aber irgendwie trotzdem nicht bei euch in der Lobby in dem Fall. Versuch jetzt nochmal zu joinen. Ja, geh nochmal raus und komm wieder rein. Oh, Alex, das ist ja lieb. Piepe! Ah ja, da seid ihr. Perfekto. Nächstes Mal mache ich auch schnell Disconnect, bevor ich sterbe. Ich habe 100% Disconnect.
Oh, schön. Ah, neue Map und so wäre auch geil. Also ich würde es gerne echt nochmal spielen. Auch in der Konstellation voll gerne. Also ich kann natürlich versuchen, weiter zu leveln, dass wir nächstes Mal mindestens noch Level 3 Map haben. Level 10 wird, glaube ich, zu lang dauern. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich das alleine schaffe. Boah, ne, bitte spiel das nicht alleine, ey. Also mir war ganz anders, als ich das alleine gespielt habe. Ich finde auch, dadurch, ich habe ja jetzt gesehen, du musst dich ja schon beeilen und dann alleine, du hast keinen, der irgendwie nachgucken kann wegen deiner Sanity. Ja, das ist das eben. Ja. Also ich sag mal so, wenn ich jetzt nichts kaufe extra, kann ich es ja trotzdem versuchen. Ich verliere ja dann in dem Moment nichts. Ja, das stimmt. Bei Fasma muss man gucken, ob ich mich das traue. Sonst ja, mittlerweile gibt's Möglichkeiten, dann leveln wir zu zweit. Ja, oder das. Hm. Und vielleicht findet sich ja noch einer der anderen Mods. Ja. Alex, Lloyd, Mia, machen alle mit. Genau. Ja. Die ja. haben richtig Bock, so wie sie heute Bock ja. hatten, ne? Ja. Mhm. Ja. Lloyd guckt schon so. Die sind jetzt Profis jetzt beim Zuschauen, also die müssen das jetzt in- und auswendig kennen. Also das mit den Socken irritiert Elfin auch, dass die schwarz sind, aber ich finde, mit den Haaren passt das wieder ganz gut. Dann ist es wieder stimmig. Alex left the chat. Sehr schön. Mit wie viel kann man das maximal spielen? 4 wieder, ne? 4 erstmal. Mhm. Konnte nicht zuschauen, musste in den Chat schauen. Ja, natürlich. Natürlich. Ja, deswegen machen wir das außerhalb des Streams. Genau. Dann muss niemand moderieren. Ja, wer von euch lässt OBS für mich mitlaufen? Kann ich gerne machen. Ich könnte es auch im Discord streamen. Ich würde voll gerne zugucken irgendwie mal. Wenn ich sowieso gerade nichts zu tun habe. Ja, okay, das hört sich so. Ja. Ist ja, aber so, wenn ich geschnitten habe und sowas, also alles fertig ist, würde ich gerne zugucken. Hätte ich Bock drauf. Ja. Okay, dann sehr vielen gerne. Dank, ihr beiden. Ne? Ich freue mich aufs nächste danke Mal. Danke auch. Und, ja, danke auch. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Sehr angenehme Stimmen. Und ihr seht super aus. So, ihr seht wirklich ja, super du aus. Auch. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Dann, soll ich schon mal hier, ne? Also, wir sind jetzt, also ich gehe ja nicht weg, ne? Ich mach nochmal ein kurzes Spiel aus. Jo. Jo. So.